Wir starten. Herzlich willkommen zum 109. Netzpolitischen Abend in der C-Base aus Berlin, heute mit einem Wahlspezial zur Digitalpolitik. Mein Name ist Julia Kläuber, gemeinsam mit Hanna Schilling. Hallo Hanna. Hallo. Moderiere ich heute die 90 Minuten und wir freuen uns wirklich sehr, dass alle, die wir angefragt hatten, alle Politiker, Politikerinnen zugesagt haben und gekommen sind. Herzlich willkommen Saskia Esken von der SPD, Manuel Höferlin, FDP, Anke Domscheit-Berg, Die Linke, Thomas Heilmann, CDU und Tabea Rösner, Bündnis 90, Die Grünen. Wir haben hier auf der Bühne einen leeren Stuhl, der ist für das Publikum hier vor Ort beziehungsweise für Fragen aus dem Publikum vor Ort. Wir sind hier mit einer kleinen Runde versammelt, folgen den 3G-Regelungen und hoffen auf die Unterstützung des Publikums, wenn es um die ein oder andere Expertise und fachliche Frage geht. Wir haben 3 Blöcke vorbereitet und übergeben dann immer ans Publikum und bitten aber euch alle schon mal gute Fragen zu überlegen und uns zur Seite zu springen. Digitalisierung ist kein rein technisches Thema, sondern in erster Linie ein gesellschaftliches Thema. Es geht um grundlegende soziale Themen wie Gerechtigkeit, Solidarität, Teilhabe, Zugang. Das ist der erste Satz von Forderungen, von 4 Forderungen, die 80 zivilgesellschaftliche Organisationen, 80 Organisationen aus der digitalen Zivilgesellschaft im Frühjahr dieses Jahres formuliert haben. Und genau mit diesem gesellschaftlichen Blick auf Digitalisierung wollen wir in die Runde starten, beziehungsweise das wollen wir heute als Fokus setzen, weil wir gucken viel zu oft wirtschaftlich auf dieses Thema. Deswegen dachten wir, wir wollen uns mal den gesellschaftlichen Blick widmen. Wir haben jetzt 90 Minuten Zeit und haben ganz viele unterschiedliche Fragen, versuchen viel abzudecken zu den Themen. Aber ich dachte mir, wir starten mal mit einer kurzen, prägnanten Fragerunde. Und zwar eine Frage, die an alle geht. Die Frage ist wie folgt. Wenn man sich dieses Thema Digitalisierung jetzt gesellschaftspolitisch ansieht, was wäre Ihrer Meinung nach in den nächsten 4 Jahren die wichtigste Stellschraube für mehr Gerechtigkeit und Teilhabe? Und damit jetzt nicht alle sagen Breitbandausbau, nehme ich mal vorweg oder gesetzt, dass den Breitbandausbau, den gibt's. Und so würde ich jetzt einfach mal, ja, zu dem kommen wir auch später nochmal, aber damit jetzt nicht alle dasselbe antworten, deswegen würde ich jetzt vielleicht einmal kurz die Runde durchgehen und fragen, was sind denn die wichtigsten Stellschrauben, denen sich Politik widmen muss in den nächsten 4 Jahren? Ich glaube, in den nächsten Jahren ist der Digital Services Act ganz wichtig. Also da werden wesentliche Stellschrauben gestellt, natürlich auch im Zusammenhang mit dem Digital Market Act. Aber gerade was Grundrechte angeht, was Diskriminierungsfreiheit angeht, was ein Level Playing Field auch der unterschiedlichen Plattformen angeht, was die Frage von Transparenz, Wahrung der Grundrechte, Privatsphäre, Datenschutz angeht, ist das, glaube ich, das große Gesetzeswerk, das auf EU-Ebene verhandelt wird. Und ich habe immer, oder wir haben immer gesagt, die Bundesregierung muss sich da einschalten in die Verhandlungen und wir müssen darauf achten, dass es eben nicht eine rein wirtschaftlich ausgerichtete Regulierung gibt, sondern dass vor allen Dingen die Grundrechte gewahrt werden. Danke, Digital Services Act. Thomas Heilmann, das wichtigste Thema für Gerechtigkeit und Teilhabe. Ich hätte nicht mit der europäischen Regulierung angefangen, obwohl ich Tabea absolut zustimme, dass sie die wichtigste gesetzgeberische Frage der nächsten Jahre wird und auch über die digitale Souveränität Europas entscheiden wird. Ich hätte jetzt aus einer gesellschaftspolitischen Sicht gesagt, dass wir die digitale Bildung, namentlich in Schulen und Kindergärten in Deutschland, auf das Niveau bekommen, dass auch alle verstehen, dass man damit umgehen kann und wie man damit umgehen kann. Mhm. Anke Domscheit-Berg. Ich glaube, wenn wir von Teilhabe einer digitalen Gesellschaft reden, dann gibt es im Prinzip 3 Dinge, die man da dringend braucht. Das eine ist natürlich der Zugang zum Netz, der muss da sein und bezahlbar sein. Ich brauche auch irgendwelche Geräte. Ich muss aber vor allem damit umgehen können. Das ist also die Kompetenzfrage und das spielen auch Schulen eine Rolle, aber bei weitem nicht nur. Also es gibt ja gerade von der Initiative D21 auch eine neue Studie, die Digital Competence Gaps nochmal aufzeigt. Und da wird deutlich, dass ältere Menschen, ärmere Menschen, erwerbslose Menschen, weibliche ältere Menschen besonders großen Kompetenzgap haben, der sie daran hindert, Teilhabe ausleben zu können. Und da gibt es noch so ein Paradoxon dabei, dass nämlich diejenigen, die am allermeisten von mehr Digitalkompetenz profitieren würden,
den geringsten Zugang dazu haben und den allerschwersten Zugang. Und das, glaube ich, müssen wir hinkriegen in den nächsten 4 Jahren, sonst nutzt uns auch der Access nichts. Manuel Höferlin. Also ich würde auch sagen, es gibt 3 wichtige Punkte. Ich würde auch zustimmen, dass Bildung, digitale Bildung ein ganz wichtiger Punkt ist. Aber ich glaube, ein wirklich wesentlicher Punkt ist eine ordentliche, gut durchdachte Datenpolitik. Das heißt, die das möglich machen, dass Menschen mit ihren Daten auch im Nachhinein über ihre Daten bestimmen können, erstmal verstehen können durch Transparenz und durch Zugriff, welche Daten wo liegen, dann auch sie entsprechend nachträglich freigeben oder sperren können. Zum Beispiel Thema wie Datentreuhänder ist ein wichtiger Punkt, Datendrehscheiben auch wirtschaftlich. Und dazu gehört für mich auch eine starke Kryptografie und die Möglichkeit, mit den Daten sicher zu kommunizieren. Und da sehe ich national, auch europäisch, noch einen ganz dringenden Nachholbedarf, dass wir da klare Richtlinien auch im Gegensatz zum asiatischen oder dem US-amerikanischen Raum stellen, weil wir da ein anderes Gesellschaftsbild haben. Und die Frage zielte ja auf die Gesellschaft. Saskia Esken? Da ich einfach jetzt als Liste da noch was erfrischend Neues hinzuzufügen, weil wir uns auch an vielen Stellen ja einig sind. Aber ganz klar muss bedingt dieses Freiheitsversprechen, dass der Zugang zum Netz und die Kollaboration im Netz ja auch beinhaltet, ganz klar 2 Dinge, nämlich starke Rechte und Bildung, also die Kompetenz, damit auch umzugehen und die starken Rechte, die die Menschen auch schützen, VerbraucherInnenrechte, BürgerInnenrechte, die an der Stelle auch NutzerInnenrechte, die gewahrt sein müssen. Und da ist der Digital Services Act sicher ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber wir müssen eben auch unsere Bildungssysteme dafür fit machen, genau diese Teilhabe und diese Teilhabeunterschiede, die Anke auch angesprochen hat, auszugleichen, die Nachteile auszugleichen, die aus den unterschiedlichen Herkünften, vor allem aber auch den sozialen Belangen, hervortreten, die auszugleichen, damit alle Menschen gleichermaßen auch teilhaben können und die wunderbaren Chancen, die immer noch in diesem Versprechen liegen, auch wahrnehmen können. Danke für die erste Runde. Auf ein paar von den Themen kommen wir auch gleich nochmal eingehender zu sprechen und ich will gleich mal mit dem ersten Block starten. Wir haben den digitale Grundsicherung genannt, vielleicht auch als Daseinsvorsorge kennt man das. Und zwar verstehen wir unter digitale Grundsicherung all das, was Menschen in den nächsten Jahren so an digitaler Infrastruktur brauchen werden, um am politischen, am wirtschaftlichen, am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können. Und zwar möglichst fair und gleichberechtigt. Und meine erste Frage würde ich auch direkt an Saskia Esken stellen zu dem Thema. Und zwar, ich weiß nicht, ob es jetzt in Wahlkampfzeit gab, sich so Reports durchzulesen, aber vor einer Woche kam der Report von Lobby Control raus, der auf der europäischen Ebene zeigt, wie viel Geld die Technologieindustrie für Lobbying ausgibt. Und zwar sind 97 Millionen auf europäischer Ebene und dem gegenüber steht eine digitale Zivilgesellschaft, die unterfinanziert ist, die sehr stark von Ehrenamt getragen ist und die trotz der geringen Ressourcen eigentlich relativ viel stemmt. Sie berät, sie informiert, sie macht auf Schwachstellen, weist auf Schwachstellen hin und vieles mehr. Und in den letzten 8 Jahren, seit die SPD mitregiert, ist es nicht unbedingt einfacher geworden, sich als digitale Zivilgesellschaft einzubringen, gehört zu werden. Die Gremien sind häufig sehr stark mit Wissenschaft und Wirtschaft besetzt. Wenn Zivilgesellschaft dabei ist, dann so als out of political correctness sozusagen. Man ist in der Minderheit, man wird zwar eingeladen, aber man ist weit nicht im selben Verhältnis da. Das heißt, es fehlen wichtige Perspektiven bei den Diskussionen. Nicht nur Organisationen, die den Finger in die Wunde legen, die als Watchdog fungieren, sondern auch welche, die Visionen aufzeigen und neue Möglichkeiten. Und auch was die Kommentierung von Gesetzesvorschlägen angeht, sind diese Fristen, haben wir jetzt auch in den letzten Jahren gesehen, ich glaube so ein Tiefpunkt war 2020, die Kommentierung, es nicken viele von dem Referentenentwurf zum IT-Sicherheitsgesetz, wo es 28 Stunden Zeit gab. Also da hat Zivilgesellschaft, zivilgesellschaftliche Organisationen, das ist viel zu wenig Zeit, um sich da informiert dran zu beteiligen. Jetzt fordert die digitale Zivilgesellschaft verbindliche Zivilgesellschaftsquoten in Beratungsgremien und bei der Ausarbeitung von Gesetzesentwürfen. Meine Frage wäre jetzt, wie stehen Sie dazu? Wie konkret kann es aussehen, dass sich Zivilgesellschaft besser beteiligen können wird in der Zukunft?
Also zunächst, ich habe den Report tatsächlich gesehen und war auch wirklich erschrocken über dieses unglaubliche David- und Goliath-Verhältnis, das sich da gezeigt hat. Und will zumindest mal für die Partei, für die ich ja auch spreche, deutlich machen, dass da, wo wir Politik beraten, die Zivilgesellschaft auch immer ganz vorne dran ist und wir im engen Austausch sind, dass wir zum einen eine bessere Beratung für alle, die sich übrigens beteiligen wollen, hinbekommen müssen. Übrigens auch die Parlamentarier erfahren ja in der Verbindeanhörung, die oft verkürzt genug ist, unter Umständen noch gar nichts von dem, was da geplant ist, sondern die Parlamentarier werden erst beteiligt mit der ersten Lesung. Und das ist dann auch schon ziemlich spät. Wir werden dann oft genug von Verbändevertretern angesprochen. Hast du das schon gesehen? Und müssen dann sagen, nö. Das ist wirklich ungut, auch für uns, aber natürlich auch für diejenigen, die sich fachlich mit den Themen beschäftigen wollen. Und deswegen müssen wir da auch zu anderen Vorgehensweisen kommen, schon frühzeitig eben einzubeziehen. Es ist immer auch der Qualität der Gesetzesvorhaben und aller Vorlagen dienlich, wenn alle auch sich früh beteiligen können, als wenn dann am Ende alle auf dem Baum sind. Deswegen müssen wir da unbedingt was verbessern. Aber diese Finanzierungsbedingungen, die sind ja zunächst mal ein Riesenproblem, auch wenn jetzt eine verbindliche Quoten und was nicht alles eingerichtet werden, ist es ja dennoch so, dass diejenigen, die da wirtschaftliche Interessen vertreten, einfach massiv natürlich bessere Möglichkeiten haben und auch daran müsste was geändert werden, indem wir eben auch die Finanzierung der Zivilgesellschaft verbessern. Als Politik die Zivilgesellschaft, ja. Die Finanzierung der Zivilgesellschaft verbessern. Sind diese Quoten, also wäre das was Sie pushen würden, wenn Sie Teil der nächsten Regierung wären? Also wäre das was man einführen könnte? Ich glaube, dass das Bewusstsein, dass wir Zivilgesellschaft und auch nicht das, was wir dann als großer Verband oben drüber nochmal sehen, sozusagen immer denselben Verband dann mit einzubeziehen und zu sagen, na, die Zivilgesellschaft ist ja jetzt da, dass wir da uns stärker selbst verpflichten müssen mit Quoten, glaube ich, werden wir nicht weiterkommen. Wie läuft es aktuell, nur um noch einmal nachzuhaken, wie holen Sie sich aktuell Expertise von zivilgesellschaftlichen Organisationen? Stehen die bei Ihnen vor der Tür, machen sich die Termine, weil so kennt man es ja von den Wirtschaftslobbyisten, dass die durchaus sich Termine ausmachen. Also was ist da gerade, wie sind die Informationsflüsse? Wir sind ja als Digitalpolitiker im dauernden Austausch und ich bin auf allen möglichen Kanälen ansprechbar und das wissen die Leute auch. Und deswegen funktioniert das sehr gut. Okay. Genau, zur digitalen Grundsicherung, wir hatten es vorhin schon, gehört natürlich auch das Thema Breitbandausbau, mit dem würde ich gern weitermachen. Dieses Zauberwort steht ja seit 2005 im Koalitionsvertrag und Sascha Lobo hat es für seine Republika-Eröffnungsrede recherchiert, dass die Bundesregierung in den letzten 15 Jahren kein einziges ihrer Breitbandversprechen gehalten hat. Also es wurden alle gebrochen, es werden jetzt wieder neue aufgestellt, wenn man sich so die Wahlprogramme durchliest. Das Ziel von 50 Mbit für alle bis 2018, das erreichen wir wahrscheinlich Mitte dieses Jahrzehnts und von dem Plan 2025 alle Menschen mit gigabitfähigen Leitungen zu versorgen, sind wir meilenweit entfernt. Das hat der Bundesrechnungshof schon 2018 festgestellt. Ich würde zu dem Thema gerne mit der FDP und der Linken sprechen. Und zwar gibt es ja unterschiedliche Ansätze, wie man jetzt diese weißen Flecken oder die grauen Flecken des Breitbandatlases, wie man die füllt. Seit den 90ern verlässt man sich ja so ein bisschen auf die unsichtbare Hand des Marktes bei dem Thema. Das heißt, lukrative Ballungsgebiete wie Berlin sind gut erschlossen. Dann gibt es aber den ländlichen Raum, wo die Verbindungen um einiges schlechter sind. Und es geht da gar nicht so sehr nur darum, dass Menschen wirtschaftlich mithalten können, sondern dass man auch in einer modernen Gesellschaft einfach mitbeteiligt und an der Gesellschaft teilnehmen kann. Und wenn man sich so das Wahlprogramm der FDP durchliest, dann liest man da viel von Gigabit-Gutscheinen, über die eben so ein nachfrageorientierter Ausbau gestärkt werden soll. Und ich habe mich ein bisschen eingelesen im Vorfeld, das ist ja auch kein neues Konzept, das gibt es schon seit ein paar Jahren. Und Experten und Expertinnen
halten diese Gutscheine für fragwürdig, nämlich genau wenn es um verteilungspolitische Fragen geht und Konsequenzen. Das heißt, man läuft Gefahr, dass man diejenigen fördert, die sich ohnehin leisten könnten, sich so einen Anschluss legen zu lassen. Und da läuft man dann wiederum Gefahr, dass Steuergelder ineffizient eingesetzt werden. Jetzt frage ich mich, warum halten Sie dieses Gigabit-Voucher-Konzept als für ein gutes Konzept und wie wollen Sie diese Umverteilungseffekte verringern, die es ja zu geben scheint? Also erstmal ist es eingebettet in ein Gesamtkonzept und es kann auch nur zusammen funktionieren. Der erste Punkt beim Gigabit-Ausbau ist, wir brauchen eine ehrliche Bestandaufnahme der vorhandenen Glasfaserleitungen. Der Breitbandatlas ist das nicht, sondern wir haben es mal Gigabit-Grundbuch genannt, ein Verzeichnis aller Glasfaserleitungen, da gehören auch staatliche, halbstaatliche Leitungen rein. Länder haben bei der Forstwirtschaft manchmal solche Sachen. Die Bahn hat Glasfaserleitungen. Die Unternehmen wie beispielsweise die Telekom hat Glasfaserleitungen, die sie für den Mobilfunk verwendet, ausschließlich. Die sind überhaupt nicht eingezeichnet im Breitbandatlas für die Versorgung fürs Festnetz. Das muss erstmal abgestellt werden. Wir brauchen ein Nachschlagewerk, in dem die Glasfaserleitungen vorhanden sind, damit wir wissen, wie wir effizient ausbauen. Das zweite ist die Art und Weise, wie überhaupt ausgeschrieben wird dafür. Und dann komme ich zu den Gigabit-Gutscheinen, nämlich die Frage, sollen das wirklich Kommunen machen? Das ist eigentlich kommunale Aufgabe. Wir haben in Rheinland-Pfalz, in der wir in der Regierung beteiligt sind, mit der SPD und den Grünen vereinbart, schon vor 5 Jahren, dass wir Cluster-Ausschreibungen machen. Dort machen es die Landkreise. Das heißt, Ausschreibungen im Breitband werden immer von gesamten Landkreisen gemacht und nicht von der kleinen Kommune. Weil dann passiert nämlich genau das, was Sie beschrieben haben. Die Kommune ist möglicherweise, ich nenne es jetzt mal, ich habe es mal spaßhalber gesagt, das Milchkannendorf, während das andere die Sahneschnitten sind. Und dann wird eben da hinten nicht ausgebaut. Wir wollen aber gerade dort ausgebaut haben. Deswegen müssen Cluster gebildet werden. Und dann muss eben auch alles ausgebaut werden in diesem Cluster. Das können, müssen aber nicht Landkreise sein. Das dritte ist das Gigabyte-Gutscheinkonzept. Im Moment ist die Förderung so, dass im Prinzip von oben herunter gefördert wird. Das heißt, es gibt dann eben einen Förderantrag, wo eine Deckungslücke irgendwie gemacht wird. Wir wollen, dass dort, wo Nachfrage nach schnellem Internet ist, auch am meisten Förderzug von unten herrscht, indem die Menschen oder Unternehmen auch Gigabyte-Gutscheine zusammenlegen können, um diese Ausbaulücke, die Finanzierungslücke zu decken. Weil viele Unternehmen auch sagen, wir würden ja ausbauen, aber nachher bestellen zu wenige auch einfach den Anschluss und wir müssen erst 40% Zusagen haben, bevor wir ausbauen. Und da könnte man sehr zielgerichtet dort ausbauen, wo auch wirklich Nachfrage besteht. Und in der letzten Konsequenz, und das gilt übrigens auch für den Mobilfunk, dort, wo wirklich, das ist ein gern genutztes Wort, dann der Markt versagt, dort können auch Kommunen im Eigenausbau zum Beispiel Glasfaserleitungen, aber auch zum Beispiel Mobilfunkmasten stellen, um dann sowohl Breitband per Glasfaser oder eben in schwierigen Gebieten, geografisch schwierigen Gebieten auch über Funk die letzte Lücke sozusagen zu schließen. Weil selbst dort, wo es sich gar nicht lohnt, muss am Ende irgendwie Internet hin. Ich würde gerne Anke Domscheit-Berg ins Gespräch holen, weil die Linke hat da ja nochmal einen anderen Blick drauf, soweit ich das gelesen habe, und zwar sagen Sie, dass die kommerziellen Unternehmen völlig überfordert sind eigentlich mit dem Breitbandausbau oder Deutschland mit ausreichend Glasfaser zu versorgen? Das sagen wir ja nicht nur, das ist einfach so. Genau. Und Sie wollen auch keine neoliberale Digitalisierung, ist ein weiterer Punkt. Und Sie sehen keine negativen Auswirkungen auf den Markt, wenn es jetzt darum geht, dass eben der Staat den Breitbandausbau dort fördert, wo eben Lücken entstehen auf dem Land, die nicht gedeckt werden. Ich weiß, dass Sie auch häufig das schwedische, den schwedischen Breitbandausbau heranziehen. Also vielleicht können Sie dazu nochmal was sagen und dann auch nochmal kontern zu den Gigabit-Gutscheinen und Ihre Sicht zu dem Thema darlegen. Ja, Manuel Höferlin hat es ja eigentlich schön beschrieben. Also der Teufel scheißt auf den größten Haufen. Also da, wo sich dann halt ein paar Gutscheine zusammenfinden, da wird dann halt wieder ausgebaut. Und da, wo die Leute etwas vereinzelter wohnen, namentlich im ländlichen Raum, gucken sie wieder in die Röhre. Und nee, das ist nicht unsere Vorstellung von digitaler Teilhabe, sondern wir betrachten das eben nicht als Geschäftsmodell irgendeines Telekom-Unternehmens, sondern wir betrachten es als Daseinsvorsorge in der digitalen Gesellschaft. Aber in dem Clusterausbau habe ich was anderes beschrieben. Also das ist mir falsch dargestellt. Ja. Den Clusterausbau habe ich ja extra dazu erwähnt. Naja, also
ich sehe es einfach anders und beschreibe jetzt ein bisschen, wie unser linkes Modell wäre. Und das linke Modell ist es schlicht als Daseinsvorsorge zu betrachten. Und der Markt kann eine Menge, aber Daseinsvorsorge kann er nicht. Der kann nicht vernünftig Krankenhäuser, der kann nicht viele andere Dinge und er kann eben auch nicht Glasfaserausbau. Also das ist ja ein Fakt. Also den kann nun gar keiner mehr leugnen. Die Invisible Hand of the Market hat halt einen Total Fail hingelegt. Und deswegen muss man das jetzt anders betrachten und dafür sorgen, dass jeder Mensch in der digitalen Gesellschaft auch tatsächlich einen Zugang hat. Und wir haben es ja ganz am Anfang deswegen das Thema ja rausgenommen, weil wir sonst alle gesagt hätten, man braucht zuerst einen Internetzugang, weil wie will ich sonst teilhaben an egal was? Und zwar in der Tat, das ist ja nicht bloß Wirtschaft, es ist auch Kultur, es ist Bildung, es ist das soziale Leben miteinander. Wir brauchen für alles das inzwischen Internet. Und das schwedische Modell gefällt mir deshalb sehr gut und ich kenne es auch sehr gut, weil man dort es eben auf der Ebene der Daseinsvorsorge betrachtet, weil dort überwiegend Kommunen ausbauen. Dort haben 60% der Kommunen ihr eigenes Glasfasernetz und die Zahl ist schon 2-3 Jahre alt, also sind wahrscheinlich schon ein paar mehr inzwischen. Und die haben ja eine völlig andere Zielfunktion. Wenn ich als Deutsche Telekom irgendwo hinkomme, dann überlege ich, wie viel kann ich meinen Aktionären in maximal 4 Jahren dafür bezahlen? Wie viel rentiert sich das? Das ist die Zielfunktion. Und da müssen natürlich 40% mindestens Take-up-Rate erfüllt werden, aber nicht einfach nur so, sondern zu einem bestimmten Preis pro Monat für den Internetanschluss. Sonst kommt ja das für die Aktionäre hinten nicht bei rum. Die Zielfunktion für eine Kommune ist eine völlig andere. Die will nicht in 4 Jahren möglichst viel Kohle aus den Anschlüssen rausholen, fette Deckungsbeiträge, was auch immer. Die will alle Leute mit möglichst schnellem Internet für möglichst wenig Geld versorgen. Völlig andere Zielfunktion. Und dann baut die auch ganz anders aus. Dann geht sie nämlich nicht nur zu dem Plattenbau, weil es da die geringsten Anschlusskosten macht pro Haushalt, sondern da geht es eben auch ins Dezentrale, auch in den ländlichen Raum. Und genau das passiert in Schweden. Mich hat zum Beispiel in Lund der Vertreter der Stadtwerke, üblicherweise machen das da die Stadtwerke, also die legen im Prinzip das passive Netz und meistens überlassen sie das schon das Beleuchten irgendjemandem Dritten und für die Diensteanbieter die dritte Ebene ist sowieso im Prinzip Open Access, jeder kann sie nutzen. Und dieser Stadtwerke-Mensch, der führte mich zu so einer einsamen Insel und hat gesagt, die ist nur im Sommer bewohnt, 8 Wochen. Da gibt es auch bei den Verträgen keine 2-Jahres-Bindungen, da gibt es nicht mal 2-Tages-Bindungen, da gibt es 2-Minuten-Bindungen. Ich kann also kündigen, habe im Backend Software Defined Networking und bin halt so sofort umgeschaltet auf einen anderen Anbieter. Und da buchen die Leute am Abend vor der Abreise in den Urlaub ein Gigabit-Internet, zahlen 15 Euro, gilt für 2 Wochen und dann reisen sie ab und dann haben halt keins mehr. Und das funktioniert da. Und nach dieser Insel hat er mich in den Wald gefahren, da waren so ein paar einsame Häuser im Wald, hat gesagt, da wohnen zwar immer Leute, aber es sind trotzdem bloß 10, zeigte mir so ein kleines Schuppenhäuschen aus Beton, machte die Tür auf und kriegte echt Donald Duck Augen, so Dagobert Duck Augen genau genommen. Also der kriegte halt so Dollarzeichen in seinen Äuglein, fing richtig an zu leuchten. Ich muss es jetzt mal nachmachen, weil das habe ich nie vergessen, diesen Anblick. Der zeigte auf diese kleinen Serverlämpchen und sagte, do you see these lights? It's all my money. This is my money. Sagt ein Stadtwerke-Mensch. Weil der kriegte, dadurch, dass er den Unternehmen, das für die Dienste überlassen hat, kriegte er von jedem Haushalt, der, sagen wir mal, 30 Euro für 100 Mbit oder so oder 200 Mbit bezahlt hat, kriegten die 20, 30 Euro. Also gezahlt an, sagen wir mal, die Deutsche Telekom und die hat davon die Hälfte an die Kommune abgeführt. Bei 30 Euro sind das 5 Cent pro Haushalt. Ein Kaff mit 1000 Haushalten, das ist ein kleines Kaff. 15 Euro im Monat sind 15.000 Euro für das kleine Kaff, jeden Monat. Deswegen hat er diese Dollarzeichen im Gesicht gehabt. Die sehen das nämlich als gute Investition, die sie ungefähr 10 Jahre abbezahlen und die nächsten 30 Jahre halten sie einfach für die Kommune die Hand auf. Und das Geld verplempern die nicht für Aktionäre, das investieren die in Kindergärten, die machen die Straßen schön, die machen Blümchen hin und dann gibt es vielleicht noch ein Gemeinschaftszentrum. Das ist die Welt, wie ich sie will. Also man sieht schon, beim Thema Breitbandausbau geht man auseinander bei den Parteien. Vielleicht gibt es auch noch gleich Fragen aus dem Publikum, die ein bisschen mehr ins Detail gehen zu dem Thema. Ich würde gerne in Anbetracht der Zeit und der vielen Themen, die wir noch auf der Liste haben, weiterspringen zum nächsten Thema, wo auch die Geister sich scheiden, nämlich der All-Time-Favorite Digitalministerium, ja oder nein. Gestern hat ja die
die Union ihren 25-Punkte-Plan vorgestellt mit einem Bundesministerium für digitale Innovation und Transformation, das zu einem Treiber für Staat- und Verwaltungstransformation werden soll. Von vielen Experten und Expertinnen hören wir schon seit Anfang des Jahres eigentlich, dass Debatten rund um das Digitalministerium häufig Scheindebatten vor der Wahl sind, wo man sich so ein bisschen vor den eigentlichen Problemen versteckt, nämlich den strukturellen Problemen, die es gibt, die Probleme, die es rund um Einbindung der Zivilgesellschaft gibt, Abhängigkeit von externen Beratern, Beraterinnen. Und außerhalb der Politik und Verwaltung hat man in den letzten Jahren eben viel auf Wissensaustausch, auf Vernetzung, aber auch um kollaboratives Arbeiten, einfach um neue Organisationskulturen gearbeitet und diese entwickelt, um eben diesen komplexen Herausforderungen besser begegnen zu können. Meine Frage jetzt an Sie, Thomas Heilmann, was soll denn dieser neue Apparat jetzt besser machen, was man nicht in den letzten 16 Jahren eigentlich hätte angehen können? Also was bietet so ein Transformations-Digitalisierungsministerium für neue Chancen Ihrer Meinung nach? Ich würde gerne einen Halbsatz darauf verwenden, dass zu Saskia Esken, weil das damit dann dazu führt. Wir glauben in der Union, ich habe ja ein Buch Neustart mit einigen Kollegen zusammengeschrieben, dass wir die Gesetzestechnik ganz grundsätzlich neu machen müssen. Die Gesetze sind einfach handwerklich zu schlecht, die Partizipation ist zu schlecht und deswegen haben wir ein ganz neues Modell vorgestellt. Wenn wir das wollen, dann müssen wir nicht nur unser Regierungshandeln neu bauen und die Frage der Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Ebenen, das sind nämlich nicht nur Kommunen, Länder und Bund, sondern es sind natürlich auch die ganzen sonstigen Organisationen wie Rentenversicherung, Universitäten und so weiter, Krankenkassen. Dieses Zusammenspiel funktioniert ja nicht mehr gut. Das sehen wir in der Corona-Krise etc. Und deswegen glauben wir, dass wir die Gesetzestechnik ändern müssen und unser ganzes Verwaltungsrecht modernisieren müssen. Nur dann macht eine Digitalisierung wirklich Sinn. Also die alten Prozesse, das machen wir nämlich jetzt im Wesentlichen, zu digitalisieren halten wir für eine unnötig schwere, wenn nicht unmögliche Herausforderung. Und natürlich könnte ich mir, also für die, die mich nicht kennen, ich bin ja sehr lange Unternehmer gewesen, ich habe dann 12 Jahre in einer NGO gearbeitet, also ich habe durchaus auch andere Organisationsformen gesehen. Ich könnte mir sehr viel andere Organisationsformen vorstellen als ausgerechnet Ministerien. Nun steht das Ressortprinzip in der Verfassung. Nun steht die Frage, wie unser Föderalismus funktioniert in der Verfassung und so weiter. Und wir haben hunderte von Gesetzen, die alle nach dem Stein-Hardenbergschen Prinzip der Zuständigkeitsregelung aufgebaut sind. Und wenn wir das modernisieren wollen, dann müssen wir diese Gesetze umbauen. Ein Initiativrecht für Gesetze hat nur ein Ministerium. In einer Ressortabstimmung kann nur ein Ministerium und nicht eine Taskforce oder sonst was sein. Das heißt, wenn ich das im System reformieren muss, muss ich auch die Machtinstrumente zur Verfügung stellen, die unsere Verfassung vorsieht. Deswegen kann ich nicht direkt in eine völlig neue Organisationsform einer Bundesregierung springen, weil ich dann praktisch mit der Bildung und dem Organisationserlass, der 3 Tage nach der Bildung einer Bundesregierung kommt, das alles schon geklärt haben muss. Das ist aber, also ich wüsste gar nicht, wie ich das da aufschreiben sollte oder wie überhaupt jemand das aufschreiben soll. Deswegen muss man, glaube ich, gestuft vorgehen. Und deswegen brauchen wir nach unserer Meinung ein Ministerium für Verwaltungsmodernisierung, da heißt es Transformation, aber das ist nur ein anderes Wort für dasselbe, und Digitalisierung. Und wenn wir das nicht zusammendenken, wird es aus unserer Sicht nicht funktionieren. Und dieses Konzept steht jetzt in dem 25-Punkte-Programm, haben wir aber schon vor einem Jahr in unserem Buch und das ist ja dann einen einstimmigen Beschluss unserer Bundestagsfraktion gebildet. Also das ist unsere Idee, wie kommen wir da wirklich voran? Und da geht es insbesondere um das Zusammenspiel zwischen verschiedenen staatlichen Organisationseinheiten. Und Sie glauben, dass man über Ressorts hinweg, dass das die Lösung ist, um besser zusammen? Es ist natürlich, also wir sagen, es dauert 10 Jahre, um es umzubauen. Wir müssen zu einer anderen Form der Zusammenarbeit kommen. Aber jede Transformation muss ja an irgendeiner Stelle anfangen und mit den Dingen arbeiten, die es gibt, um dann in eine neue Zielstellung zu kommen. Wir kommen nicht einfach in die neue Welt hineingehüpft und deswegen glauben wir, dass wir darüber sehr viel bessere Fortschritte machen würden, als wir das heute und das, obwohl die Koalition gerade in den letzten 2 Jahren eine Menge Dinge vorangebracht hat, die jetzt eigentlich eine ganz gute Grundlage sind, aber im Kern, es faxen ja nicht nur Gesundheitsämter, es faxen ja auch Staatsanwaltschaften zu Gerichten und Gerichten zu Polizeien und so weiter. Auch da findet ja nichts vernetzt statt. Und es gibt gar keine Institution momentan, die diese ganzen Fragen auflösen kann. Und die muss man ja nacheinander alle wieder aufdröseln. Das ist ja so Wollknäuel. Das muss ich irgendwie mal aufdröseln.
Also bevor ich da jetzt mit Fragen reinspringe, will ich vielleicht an Tabea Rösner mit reinholen. Was sagen denn die Grünen zu dem Vorschlag des Digitalministeriums? Ist das das Nonplusultra, wie man das Querschnittsthema Digitalisierung in alle Ministerien und Verwaltungsbereiche trägt? Also ich finde ja die Diskussion, die ihr anregt, gut. Aber ich glaube, die Beharrungskräfte sind ja gerade bei euch besonders kräftig. Ja? Und, also wir haben das jetzt immerhin einstimmig beschlossen. Richtig, ich bin ja ein Änderungsmotor da mit einigen Kollegen. Auch wenn man was beschließt, du weißt, Papier ist manchmal ziemlich geduldig und die Erkenntnis, wir haben ja kein Erkenntnisproblem, wir haben ja ein Umsetzungsproblem. Das ist ja die Krux an der Sache. Und ein Digitalministerium, sagen wir, kommt eigentlich dann mindestens 10 Jahre zu spät. Ja, also inzwischen ist es ja so, dass jedes Ressort, jeder Lebensbereich mit der Digitalisierung sich auseinandersetzen muss. Als wir in der Enquete-Kommission 2009 gestartet sind, da waren ganz wenig Leute, die irgendwie Digitalkompetenz mitgebracht haben oder die sich so ein bisschen auskannten. Und das haben wir auch in der Fraktion erlebt oder auch in der Bundesregierung, ne? Macht ihr das mal. Ihr seid die Digitalexperten, ja. Und dann hat sich keiner damit auseinandergesetzt. Das ist heute ja ein bisschen anders, weil jeder irgendwie feststellt, es hat in jedem Bereich, ist die Digitalisierung angekommen und es braucht auch überall Lösungen. Und deshalb ist es wichtig, dass es in den jeweiligen Ministerien die Kompetenzteams dafür auch gibt. Ich denke, das, was in den letzten 4 Jahren deutlich wurde, ist, es reicht nicht, wenn man einen Grüß August oder eine Grüß Augustine dahinstellt. Da stimme ich ausdrücklich zu, um das die, zu sagen. Die also, kein Geld macht, hat, die keine Kompetenzen hat, so die es, nicht ja. wirklich koordinieren kann und die nicht ernst genommen wird. Also wenn man es koordiniert, und daran hat es, glaube ich, ganz massiv gemangelt, wenn man kein Budget hat und eben auch nicht die Kompetenzen zu koordinieren, nicht im Kabinettsrang und so weiter, dann kann man da nichts bewirken. Aber ein isoliertes Ministerium und dann sagen wieder alle, und dann gibt es auch diese Rangeleien, das hatten wir ja auch in der Vergangenheit schon, wo es gar keine Koordinierung gab. Also Breitbandausbau ist da ein schönes Beispiel. Ich weiß noch, wie sie sich da alle gegenseitig den Rang abgelaufen haben, ob es der Verkehrsminister, Wirtschaftsminister, und es ist nichts vorangekommen, ja, weil natürlich die unterschiedlichen Interessen dann auch der unterschiedlichen Unternehmen dann letztlich zum Tragen kamen. Ne? Also man hätte oder wir hätten eigentlich viel, viel stärker, viel konzentrierter vorangehen müssen und haben das nicht gemacht. Wichtig ist, glaube ich, für die Zukunft, dass wir eine ordentliche Koordination benennen, dass wir die mit Kompetenzen ausstatten, dass wir aber auch diese Expertise in den jeweiligen Ministerien fördern. Ja? Und dass man die vielleicht auch mit Projekten unterstützen kann, wenn sie in bestimmten innovativen Bereichen vorangehen wollen. Ob die Ministerien dafür immer so aufgestellt sind, ja. Darf ich dazu mal ein ganz konkretes Beispiel sagen? Wir haben ein Open-Data-Gesetz gemacht, wir beide zusammen. Und die Frage, welche Regierungsstellen müssen ihre Daten aufmachen? Und die Sozialversicherungsbehörden, also namentlich die Rentenversicherung, die extrem viele und extrem interessante Daten haben, und die Krankenkassen, haben sich dann hinter das Bundesarbeitsministerium geklemmt, die das ums Verrecken nicht wollte und sich damit irgendwie auch durchgesetzt, weil wir Digitalpolitiker, das ist nämlich noch ein Folgeproblem, ist der Digitalausschuss eben, wir haben da ja eigentlich alle zusammengesessen, bis du Parteivorsitzender geworden bist, eben immer nur mitberatend ist, weil der Haupt, also sozusagen die federführenden Ausschüsse, so heißt das im Bundestag, sind immer an den Ministerien dargestellt. Da es kein Digitalministerium gab, gab es eben auch kein Ministerium. Ich sitze nun zufällig auch im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Deswegen war das bei mir. Ich habe dann meine Fraktion, aber ehrlich gesagt, nur weil ich da drin sitze, fast dazu geprügelt, dass wir das auch für die Sozialversicherungsbehörden haben wollten. Aber meine Kollegen, die alle weit weg von der Digitalisierung sind, um Gottes Willen, das schaffen die gar nicht und bis 2025 kriegen die das nicht hin und haben den Wert. Und da haben dann allen Ernstes in der Anhörung gesagt, man muss sich mal vorstellen, wieso, wir stellen doch ganz viele Daten sowieso schon ins Internet, was brauchen sie denn da Open Data? Die stehen da ins PDF, 400 Seiten PDF, natürlich weder maschinenlesbar noch sonst. Die haben den Unterschied zwischen Open Data und ich stelle was ins Netz leider nicht verstanden. Und das waren die Chefs. Ja, also da kommt ja dann der Präsident von den verschiedenen Anstalten. Ich will nicht verraten, wer es gesagt hat, aber ich habe mich ziemlich aufgeregt.
Ja, aber das ist ja, aber genau der Grund, ne, warum man die Expertise... Am Ende haben ja die, die dann verpflichtet wurden, auch nicht die notwendige Unterstützung gehabt, um es zu bewältigen. Und das ist schon auch nochmal ein Punkt, dass wir gerne Gesetze beschließen, die dann irgendwie damit für uns abgeschlossen sind, dass wir im Bundestag die Hand heben. Aber wir sind nicht bereit, auch tatsächlich diejenigen, die wir verpflichten, dann entsprechend zu unterstützen. Da gibt es jetzt im Bundesverwaltungsamt so eine kleine, sehr, sehr engagierte Truppe, die man vielleicht mal irgendwann später als Data Governance Institut bezeichnen könnte, aber die sind halt so klein. Ja. Und die sollen wirklich große Behörden darin beraten, gut mit ihren Daten umzugehen. Also da sind wir sofort einer Meinung. Ja, klar. Eigentlich war es jetzt ein bisschen abgelenkt, ne, in genau. der Frage Digitalministerium. Und ich bin da ganz bei Tabea, auch wenn ich übrigens dein Buch ja sehr positiv, glaube ich, rezensiert habe, wenn ich mich recht erinnere. Ja. genau. Ist der Schluss dann zu sagen, dann brauchen wir ein neues Ministerium, irgendwie vollkommen unlogisch zum Rest dessen, was du dir bisher überlegt hast. Ja, die Frage ist, denn der Aufbau dieses Ministeriums dauert mindestens 2 Jahre. In dieser Zeit machen wir nichts. Und das kann es einfach nicht sein. Ja? Wir müssen für viele solcher Querschnittsaufgaben brauchen wir erstens natürlich jemanden im Kanzleramt zu sitzen, der das auch wirklich will und der das steuern will. Wir brauchen aber natürlich auch entsprechende Koordinierungsstellen. Und dann habe ich mit großem Erschrecken zu Beginn dieser Legislatur festgestellt, dass der Kanzleramtsminister sagt, nö, noch eine digitale Agenda brauchen wir nicht. Wir haben keine Zielsetzung. Und da bin ich echt erschrocken. Da habe ich gedacht, Mann, wo bin ich denn hier gelandet? Also, das ist doch komplett gescheitert, was du gerade beschreibst in den letzten 4 Jahren. Du hast früher mal gesagt, Digitalministerium ist was für die 80er. Ja, hast du mal gesagt. Und ich meine, ich fordere seit 4 Jahren Digitalministerium. Einhergehend geht mit einer digitalen Transformation der Prozesse. Da sind wir uns absolut einig. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Es geht nicht um ein neues Haus alleine, sondern es geht um einen Katalysator für die Transformation der Politik, nachdem die Wirtschaft und die Gesellschaft sich digital transformiert hat und dass es hier nicht so weitergeht, dass wir zu langsam sind, dass es nicht hilft, 3, 5 oder 15 Digitalminister zu haben. Ich habe als Ausschussvorsitzender alle 15 Minister, Digitalminister da gehabt, aber ich habe nicht den Eindruck, dass die wirklich miteinander arbeiten. Und darum geht es ja letztlich in eurem Vorschlag. Ich bin froh, dass das aufgegriffen wurde. Und wir unterstützen das uneingeschränkt, weil ehrlich gesagt, wird das schon lange so vorschlagen. Ja. Man kann den Eindruck bekommen, dass es eben sehr stark darum geht, immer über Strukturen zu sprechen und über Machtverteilung zu sprechen, bevor man darüber spricht, welche Digitalmission, also wo will man denn eigentlich hin, absolut, welche Ziele hat man. Das muss im Koalitionsvertrag vereinbart werden, das ist die Grundvoraussetzung, dass man mal aufhört, über Gesetzesvorhaben für die nächsten 10 Jahre, also in die übernächste Legislatur zu planen, sondern dass man mal Projektmanagement innerhalb einer Legislatur macht mit Meilensteinen, die man auch erreichen kann. Das hast du auch schon gesagt, weil das ist nämlich relevant. Das bringt Überprüfbarkeit und das bringt auch einen Weg, einen Projektpfad. Und Projektmanagement, und das kann man so ganz sagen, kann diese große Koalition im digitalen Bereich nicht. Das hat sie an vielen Zeilen, an vielen Bereichen gezeigt. Das heißt, was sie vor allem insbesondere nicht kann, ist ein Programmmanagement. Sie hat nämlich ganz viele Projekte, die miteinander überhaupt nicht koordiniert sind, die teilweise gegeneinander wirken. Und das würde ich mir vorstellen, dass man also irgendeine starke Stelle im Bundeskanzleramt ansiedelt. Ich bin auch kein Fan von einem Digitalministerium, jedenfalls 10 Jahre zu spät. Ja, sehe ich ähnlich. Aber es muss eine koordinierende Stelle geben, die eben auch Kompetenzen und Befugnisse hat und die so eine Art Programmmanagement wahrnimmt und wo man tatsächlich vielleicht auch einzelne, wirklich sehr ausgewählte Projektverantwortungen hinlagert, die überragende Bedeutung haben und alle Ressorts betreffen. Und das ist zum Beispiel der Breitbandausbau, aber es ist auch zum Beispiel so ein OZG, also die Umsetzung der Verwaltungsdigitalisierung, was man parallel, aber tatsächlich organisatorisch braucht. Das ist meines Erachtens sowas wie eine Digitalagentur, wie sie Kopenhagen hat. Haben wir was mit? Ja. Haben wir mit dem Digitalausschuss in Dänemark vor, ich glaube, 2, 3 Jahren besichtigt. Da sitzen so Pi mal Daumen 350 Leute und die sind eine wirklich schlagkräftige Machertruppe. Und die machen alles, was Querschnittsaufgaben sind. Die machen sowas wie das Bürger.dk-Portal, die machen das Postfach, die machen eine sichere ID, die machen Bezahlsysteme. Das ist doch sinnvoll, das an einer Stelle zu haben, aber eben nicht nur als Idee, sondern als Leute, die das auch machen und machen können.
Ein Ministerium alleine löst nämlich in der Tat gar kein Problem, was man sehr, sehr leicht versteht, wenn man sich vorstellt, Andi Scheuer sitzt an seiner Spitze. Dann nutzt mir doch ein Digitalministerium aus gar nichts. Niemand sagt, dass das alleine nutzt. Genau. Ich glaube, wir müssen alles das, was wir gesagt haben, gleichzeitig machen. Aber ich würde auf die Machtfrage noch mal kurz hinkommen. Sommers haben wir, alle wollten Sommers, alle Parteien. Wir haben massiv Geld reingesteckt, es funktioniert nicht. Und es liegt ja nicht daran, dass zwischen den Ressorts die Abstimmung nicht stimmte der Bundesregierung, sondern das ist eben ein übergreifendes Thema, wie übrigens die meisten digitalen Projekte. Und darüber ist natürlich eine Machtfrage. Jetzt geht es immer nur mit einstimmigen Beschlüssen der Ministerkonferenzen. Sommers in den Gesundheitsämtern? Ja. Das stimmt dann aber nicht. Da sind 6 Millionen reingeflossen und das ist eher sehr, sehr wenig. Wenn man aber sich mal Luca oder Corona-Warn-App anguckt und von Gesundheitsämtern habe ich immer wieder gehört, was denen fehlt, ist tatsächlich ein Team, das sie in der Umsetzung betreut. Ja, da gab es erst eine, gar keine, dann gab es einen Menschen in der Hotline und jetzt gibt es irgendwie so 5 oder 6. Das ist natürlich für hunderte von Gesundheitsämtern viel zu wenig. Die Ministerpräsidentenkonferenz, jetzt ist aber die Frage zahlt. Ich könnte jetzt sehr viel zu Sommers sagen, aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir das nicht gut hinbekommen haben, da sind wir uns ja wohl einig. Und die Frage ist eine Frage, die ebenenübergreifend völlig quer zu unseren jetzigen Zuständigkeiten liegt. Und wenn da niemand mit Macht hinkommt, dann wird es nicht funktionieren. Aber ist das, reicht das alleine? Auf keinen Fall. Also alles das, was im Kreis gesagt hat, müssen wir zusätzlich oder gleichzeitig tun. Nicht mal zusätzlich, sondern gleichzeitig tun. Nur dann haben wir eine Chance, wirklich mit Tempo voranzukommen. Die Debatte hätten wir schon vor 4 machen, würde ich auch zustimmen, aber ist ja vergossene Milch. Genau, bevor wir jetzt zu sehr in Digitalministeriums Ja- oder Nein-Diskussion abdriften, es gibt ja noch den freien Stuhl fürs Publikum. Möchte jemand einklinken zu den Themen Daseinsvorsorge? Ja, hier vorne. So? Ja, okay. Ja, ich freue mich, dass ich meine Frage an Sie richten kann. Und zwar würde ich gerne einmal gewesen, vielleicht wieder und mit Aspiration auf jetzt auf jeden Fall an Saskia Esken und an Tabea Rösner die Frage richten, Digitalpakt Schule. Die SPD hat diesen Digitalpakt Schule in der Koalition mit CDU-CSU gemeinsam auf den Weg gebracht, seit 2019. Und dieser Digitalpakt läuft noch bis 2024. Jetzt ist aber bei allen Schulen, ob das allgemeinbildende oder berufliche Schulen sind, das Problem. Dieser Digitalpakt, die Gelder werden viel zu träge abgerufen. Es ist ein hoher, extrem hoher Verwaltungsaufwand. Und der zügige, zielgerichtete, effiziente Medienkompetenzaufbau bei Lehrenden wie bei Lernenden kommt nur ganz, ganz langsam voran. Wir merken es in Fake-News-Debatten, in Hate-Speech-Debatten und so weiter. Und meine Frage an Sie beide ist, und da würde ich gerne erst, wer schon mal gemacht hat und wer vielleicht anders machen will, auf grüner Seite, wenn Sie in die Regierung kommen, Fragen A, wie Digitalpakt verstetigen, B, wie Digitalpakt weniger bürokratisch und schneller und C, wo bleiben die berufsbildenden Schulen im Digitalpakt Schule? Also den Digitalpakt auf den Weg gebracht habe ich tatsächlich mit dem Kollegen Vollmering damals mit einem großen Antrag des gesamten Bundestags, der auch, glaube ich, fraktionsübergreifend Zustimmung gefunden hat. Umgesetzt wurde er von zwei CDU-Ministerinnen im Bildungsministerium, die vom Thema eigentlich nicht viel halten. Und das ist natürlich ein Problem. Er ist wahnsinnig bürokratisch umgesetzt worden, aber am anderen Ende herrschte auch so eine Haltung, da kennen wir das noch, ob das Internet wirklich bleibt oder ob es nicht vielleicht doch weggeht als Problem und wir dann wieder Schule machen können wie gehabt. Und natürlich hat Corona jetzt allen die Augen geöffnet, dass man ohne digitale Mittel zumindest mal keinen Fernunterricht machen kann, obwohl das gar nicht das ist, was wir wollen. Wir sind froh, wenn wir das hinter uns haben, den Fernunterricht, aber das Digitale darf gerne bleiben. Und wir haben jetzt ja im vergangenen Sommer um 3,5 Milliarden den Digitalpakt aufgestockt, Endgeräte für SchülerInnen, die waren bisher nicht dabei. Wie macht man digitalen Unterricht, ohne dass alle und auch diejenigen, wo die Eltern sich's nicht leisten können, mit Geräten ausgestattet sind? Digitale Endgeräte für Lehrkräfte. Seit dem Wirksamwerden von Datenschutzgrundverordnungen war das plötzlich ein Riesenproblem, weil die festgestellt haben, mit ihren bisher privat angeschafften Geräten können sie echt nicht arbeiten, weil dann steht der Datenschutzbeauftragte vor der Tür. Und der dritte Punkt waren die sogenannten Administratoren. Schrecklicher Begriff, aber eben ein hauptamtlicher, professioneller Ersatz für diesen
Englischlehrer oder die Biologielehrerin, die nebenbei in 2 Entlastungsstunden das Netz administriert, von 800 Schülern und 60 Lehrkräften mit benutzt. Das kann ja nicht sein. Deswegen hat man das hinzugefügt und die Anforderung weggenommen, dass der Medienentwicklungsplan schon vorneweg geleistet werden muss. Es hat einen Schub gebracht. Mir reicht der Schub immer noch nicht. Ich glaube, dass wir an der Stelle wirklich auch dafür sorgen müssen, dass das, was wir im Koalitionsvertrag im Übrigen jetzt in dieser Legislatur vereinbart haben, nämlich die Kompetenzzentren in den Ländern, dass wir da nochmal wirklich massiv reingehen müssen. Ein Auftrag, den die aktuelle Bildungsministerin liegen hat lassen bis zum letzten Tag. Das ist wirklich auch erschreckend, wie sowas laufen kann. Und das andere ist natürlich die Bildungsplattform, wo wir auch die Realität und die Entwicklung wahrnehmen müssen und nicht sagen können, wir erfinden, wie es dann gemacht wurde in Potsdam, das Internet neu, jedenfalls für die Schülerinnen und Schüler. Und da dürfen dann alle mitspielen. Nein, es gibt bereits eine Welt von Lernmanagementsystemen, Lernplattformen, Bildungsclouds in den verschiedenen Ländern, kommerzielle, nicht kommerzielle, Open Source, nicht Open Source, eine Landschaft, die man auch wahrnehmen muss und die man vernetzen kann, wo man dafür sorgen kann, dass auch wirklich alle mit dabei sein können und wo dann auch ein Ort entsteht, wo tatsächlich die offenen leeren Lernmaterialien, die wir so dringend brauchen, entstehen können. Und das ist das zweite Projekt, das die Bildungsministerin hat liegen lassen. Und deswegen muss man wirklich sagen, es müssen halt schon auch Leute in den Ministerien sitzen. Vorher war schon die Rede vom Infrastrukturausbau, die Sachen auch wollen. Und dann geht es auch voran. An dieser Stelle vielleicht jetzt kurz noch die Antwort von Tabea Rösner. Ich versuche es ein bisschen kürzer zu machen, aber ich bin ein bisschen genervt, weil wir diese Diskussion auch in der Enquete damals schon gesprochen haben, was die Ausstattung von Schulen angeht, was die Medienkompetenz angeht, was die Ausbildung von Lehrkräften angeht. Und wenn ich dann dran denke, wie letztes Jahr plötzlich viele Schulen überhaupt nicht wussten, wie sie eigentlich damit umgehen sollten. Also ich habe dann in Mainz zum Beispiel angefangen, alte Laptops zu sammeln und den Schülerinnen und Schülern fertig zu machen, mit einem Betriebssystem, das wir dann drauf gespielt haben, um denen überhaupt den Zugang zu ermöglichen. Und es ist dann zwar in den Anträgen ja möglich geworden, es leichter zu machen für die Schulen, ja, weil diese Hürden so schwierig waren. Das zeigt aber die ganze Krux an der Geschichte. Und wir haben immer gesagt, wir müssen das Kooperationsverbot wieder abschaffen, damit der Bund viel, viel stärker in die Schulausstattung und Unterstützung auch von Personal mit gehen kann. Wir brauchen natürlich viel Geld, aber es gibt eigentlich im Moment Geld. Doof ist es, wenn es nicht abgerufen wird. Das heißt, die Verfahren müssen auch vereinfacht werden und es muss also eine Priorisierung geben. Und die gibt es einfach nicht in dem Bereich. Und die Herausforderungen, gerade für die Schulen, für die Kinder, damit auch aufzuwachsen, wenn ich daran denke, dass Lehrmaterialien, die jetzt auch digital zur Verfügung gestellt wird, weil die Schulbuchverlage sich nicht darauf eingelassen haben, dann als PDFs abrufbar sind und keine neuen, modernen Lernformen, was ja das Netz alles bietet. Ja, das ist für mich einfach nicht fassbar und da müssen wir Anreize setzen, das müssen wir fördern und vor allen Dingen auch den Nachhaltigkeitsgedanken, den finde ich nämlich auch wichtig. Gerade wenn geschlossene Systeme bestellt werden, dann wird ein ganzer Satz, also wenn ein Landkreis wie Mainz-Bingen beispielsweise mit Böhringer sich das leisten kann, dann statten sie alle Schulen mit Pads aus und die sind dann aber nach 2 Jahren, gibt es dann kein Update mehr und dann werden sie halt alle wieder ausgetauscht. Das finde ich nicht nachhaltig und insofern muss es mehr Openness geben in dem Bereich und das muss man mit Anreizen auch fördern. Ganz kurz. Verstetigen nämlich. Das und habe ich und bitte Fokus berufliche Bildung. Wo ist die berufliche Bildung? Ich muss an dieser Stelle leider... Keine künftige Regierung wird sich trauen können, dieses Ding nicht zu verstetigen. Ist ein super spannendes Thema. Wir müssen an dieser Stelle leider weitergehen. Wir sind schon ganz schön zeitlich weit vorangeschritten. Vielen Dank für die Frage. Bildung ist wichtig. Ja, wichtiges Thema. Wir haben viele Themen jetzt schon angesprochen im ersten Block und wir möchten schließen mit einer ganz kurzen, knackigen Abschlussrunde zum Thema digitale Grundsicherung. Und zwar bitte ich Sie jetzt ganz kurz mit Ja und Nein zu antworten. Ich lese die Frage vor. Wir beginnen bei Ihnen und machen einfach die Runde einmal durch. Sind Sie für eine verbindliche,
Priorisierung von freier und Open-Source-Software bei Ausschreibung und Beschaffung in der öffentlichen Verwaltung. Ja. Ja? Das ging ja einfach. Herr Höferlin. Das kann man nicht, also ich kann das nicht mit Ja oder Nein beantworten, weil ich verbindlich priorisieren würde ich sagen Nein, aber ich bin für Open Source. Nee, okay. Das ist ich kann und sage Ja. Ja? Ich sage auch Ja. Ich habe es ja eben schon gesagt. Genau. Ja. Super, vielen Dank. Dann starten wir jetzt in den zweiten Block und sprechen ein Thema an, was wir schon zu Beginn der Gesprächsrunde schon Thema geworden ist, und zwar ein Thema, welches auf europäischer Ebene gerade sehr stark diskutiert wird und von großer Aktualität ist, nämlich die Frage, wie wir eigentlich aktuell mit den Plattformen, also wie wir Plattformen regulieren können, wie wir diese auch gerade besonders große Plattformen so regulieren können, dass auf der einen Seite Meinungsfreiheit garantiert wird und auf der anderen Seite auch Regeln der demokratischen Auseinandersetzung gewährleistet werden. Und die Europäische Kommission hat hier ja aktuell auch einen Gesetzesvorschlag vorgelegt, der wurde schon angesprochen, der Digital Services Act, auf Deutsch Gesetz der digitalen Dienste, kurz DSA, einfach nur für diejenigen, die es noch nicht so oft gehört haben, als Background. Und das wird uns alle in nächster Zeit beschäftigen. Sie haben es ja auch schon angesprochen. Ursprünglich war in der Diskussion um die Regulierung ja auch noch die Zerschlagung von großen Konzernen im Gespräch. Jetzt mittlerweile im Vorschlag der Kommission ist eigentlich im Fokus oder dreht sich die Diskussion vor allem um die Haftungsfreistellung, also wer wird für illegale Inhalte verantwortlich gemacht, die Rechtsdurchsetzung, wie kann man eigentlich den DSA dann letzten Endes durchsetzen und wirklich auch in der Realität sichtbar machen. Das Verbot verhaltensbasierter Werbung, die Offenlegungspflichten von Empfehlungsalgorithmen und eben auch Beschwerdemechanismen. Und das deutsche Netzwerkdurchsetzungsgesetz, kurz NetzDG, wird hier ganz oft als Vorbild, aber auch als abschreckendes Beispiel diskutiert. Das NetzDG, für alle, die es nicht wissen, gilt seit 2017 und soll eben auf Bundesebene Plattformen stärker in die Pflicht nehmen, Inhalte, illegale Inhalte dagegen vorzugehen und auch Verbraucherrechte verbessern. Und meine Frage jetzt an Sie, was sind Ihre Ziele einer europäischen Plattformregulierung und wie können diese erreicht werden? Und ganz speziell, in welcher Art und Weise können wir aus den Erfahrungen im NetzDG lernen? Und ich möchte mit Ihnen beginnen, Herr Heilmann. Was sind Fehler, aus denen Sie lernen können, die in Ihren Erfahrungen mit dem NetzDG passiert sind? Wie kann man aus diesen Fehlern für eine europäische Plattformregulierung in Zukunft lernen? Na, ich hätte jetzt beinahe provokant gesagt, ich wäre ja schon froh, wenn wir sozusagen auf dem Niveau sind und dann weiter lernen. Wir haben ja schon eine Novelle hinter uns. Viele der Befürchtungen, die zur ersten Verabschiedung genannt worden sind, ja alle nicht eingetreten. Für die, die es nicht wissen, ich war ja fünf Jahre Justizsenator hier in Berlin. Das Verhalten von Facebook in Strafverfahren hat sich fundamental verändert. Die Strafverfolgung ist in vielen Bereichen überhaupt erst möglich geworden. Ich würde aber gerne einen anderen Schwerpunkt nochmal nennen. Ich finde den Digital Market Act mindestens so wichtig wie den DSA. Warum? Wir haben es ja im gesamten Internet mit Monopolisten zu tun. Und Monopolisten führen eben dazu, dass ich als Verbraucher keine Auswahl habe und ich auch einen Anbieter praktisch nicht abstrafen kann. Also, um es konkret zu machen, meine vier Kinder sind gezwungen, bei WhatsApp zu sein, weil sie sonst weder die Aufstellung für ihre Sportmannschaft mitbekommen, noch die Hausaufgaben, noch wissen sie, wo abends sich die Truppe eigentlich trifft, also ihre Freunde treffen. Und das ist eine totale soziale Ausgrenzung, wenn sie da rausgehen. Und wir wollen, das ist keine Zerschlagung, sondern wir wollen die Konnektivität erzwingen, so wie ich ja mit meinem Telekom-Anschluss auch Tabea auf Vodafone, keine Ahnung, wo du wirklich bist, brauche ich auch gar nicht zu wissen, ich kann dich auf jeden Fall anrufen. Und so finde ich es notwendig, dass ich als Streamer-Kunde, wenn ich das will, in der WhatsApp-Gruppe sein kann,
Natürlich in dem Wissen, dass diese WhatsApp-Gruppe dann nicht die Streamer-Verschlüsselung nimmt. Das heißt, ich habe den Benefit der reinen Streamer-Verschlüsselung, nur wenn ich vom Streamer, also das will ich auch gar nicht verbieten, im Gegenteil. Aber ich möchte gerne nicht WhatsApp-Kunde sein können und trotzdem in dieser Gruppe sein und trotzdem Nachrichten austauschen. Und diesen Konnektivitätszwang, da könnte man jetzt eine ganze Menge an Datenteilungspflichten und so weiter, dann rede ich aber hier zu lange. Ich würde gerne, dass wir in der Rechtsfolgenseite beim Marktbeherrschenden viel, viel stärker werden. Und ich habe mich mit Festtagen schon mehrfach darüber ja auch in unseren Ausschussanhörungen gestritten. Ich sehe da eine Riesenchance für Europa, aber die müssen wir jetzt auch nutzen. Okay, ich möchte nochmal zurückkommen auf meine Ausgangsfrage, nämlich was kann man von NetzDG für den DSA lernen? Das können wir als Oppositionspolitiker sagen. Und deswegen würde ich gerne nochmal Sie bitten, auf den DSA auch einzugehen, was Sie da vielleicht aus dem NetzDG mitnehmen möchten, Stichpunkt die Löschfristen etc. Also könnte das NetzDG ein Vorbild sein für eine europäische Plattformregulierung? Ich finde, vieles im NetzDG hat sich bewährt. Mhm. Was zum Beispiel? Ja, die Mitwirkungspflicht, die Löschfrist, die Einspruchsfrage, dass die überhaupt ansprechbar sein müssen, der Gerichtsstand. Ich muss jetzt mal kurz drüber nachdenken, wollen wir das alles wieder aufrufen, was da alles drinsteht. Aber ich könnte jetzt auch nicht auswendig sagen, ob im DSA alles so wie es Netzwerk, weil in NetzDG steht, da habe ich jetzt, müsste ich mir nochmal eine Aufstellung angucken. Ich bin ja nicht im Europäischen Parlament, deswegen. Und ich finde, darauf habe ich mich jetzt konzentriert in meiner politischen Arbeit. Ich möchte gerne den Digital Market Act dramatisch verschärft haben. Mhm. Vielen Dank, Tabea Rösner. Vielleicht können Sie da auch gleich anknüpfen. Und also nochmal sozusagen die Position der Grünen ist mir nicht ganz klar. Auf der einen Seite sind Sie ja für eine starke, ein starkes Recht auf Meinungsfreiheit. Gerade auf europäischer Ebene wird da viel getan. Trotzdem haben Sie jetzt auch vor kurzem gefordert, das NetzDG auf Messenger-Dienste auszuweiten. Was genau ist konkret Ihre Position? Wir haben gesagt, das muss man prüfen. Genau. Das muss man prüfen. Ja. Weil wir ja auch feststellen, dass dort Straftaten, also strafrelevante Inhalte geteilt werden. Ja. Mhm. Aber es ist natürlich eine Frage, die, und das ist meine Kritik auch am NetzDG, von der Konstruktion her. Da geht es ja sehr stark um medienpolitische Fragestellungen. Mhm. Und die Länderebene ist da überhaupt nicht mit einbezogen worden. Die haben aber die Kompetenz in der Mediengesetzgebung. Und diesen Fehler sollten wir jetzt auf europäischer Ebene nicht nochmal machen. Das Problem beim DSA ist aber, dass es nicht nur um Content-Plattformen geht, sondern es geht auch um Marktplätze. Ja. Also es geht um Plattformen und da geht es um Verbraucherschutz und nicht nur um Meinungsfreiheit. Und das ist ein großer Spagat, ein großer Bogen, der gespannt werden muss. Und das ist nicht so ganz einfach. Mhm. Und eine Problematik, die ich zum Beispiel sehe, ist, was die Aufsicht angeht. Mhm. Ja. Weil wir haben ja in Deutschland ein unabhängiges, also ein staatsfernes Aufsichtssystem. Wenn jetzt aber die Europäische Kommission sagt, bei den großen Plattformen wollen sie halt selber die Aufsicht nehmen, dann ist die Staatsferne oder Unionsferne ja nicht mehr gegeben. Also wie gewährleistet man, ne, damit eben nicht der Zugriff des Staates, der Regierung auf Inhalte oder auf das, was veröffentlicht werden kann, erfolgen kann? Und wir haben in Deutschland, finde ich, ein gutes Mediensystem generell, was die staatsferne Aufsicht und so weiter angeht und auch die staatsferne Ausgestaltung für Medien. Und das verwischt da. Mhm. Ja? Und das muss man, glaube ich, sehr genau anschauen. Wir haben immer kritisiert, dass die Anzeigenverfahren zu lange dauern, dass es zu kompliziert ist, dass es auch viele Inhalte nicht schnell genug wieder eingestellt werden können und dass es keinen Anspruch darauf gibt, dass die Inhalte, die sich eben nicht als strafrechtsrelevant herausstellen, dass es dafür keinen Anspruch gibt. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein wesentliches Versäumnis des NetzDG. Und da muss auf jeden Fall auf der Seite nachgesteuert werden. Was den DSA noch betrifft, ist tatsächlich das Microtargeting. Das ist ein ganz großer Brocken. Und da ist schon die Frage, inwieweit kann Microtargeting genutzt werden zu Missbrauch und Manipulation. Mhm. Und
wir erleben das ja schon, was mit Deepfakes gemacht wird. Und deshalb braucht es da auch eine gesetzliche Regelung unserer Ansicht nach. Und das Europäische Parlament hat sich ja ganz klar dazu geäußert und haben gesagt, ne, es muss ein Verbot von Microtargeting geben. Ob man das auf Zeiten vor Wahlen reduzieren kann, ist halt die Frage, wenn in irgendwelchen Ländern europäischen Mitgliedstaaten dann auch Wahlen stattfinden, ne, oder ob es dann in Teilbereichen, ich glaube, das ist schwierig zu handeln. Aber theoretisch kann man mit Microtargeting, ja, das kann es dazu führen, dass man so zielgenau verschiedene Personengruppen ansprechen kann und ihnen selbst als eine Partei unterschiedliche Botschaften geben kann, die sich sogar widersprechen kann. Also wo ist noch der öffentliche Diskurs? Ja. Und in diesem Feld, ich komme ja aus dem Medienbereich und aus der Medienpolitik, ist im NetzDG nicht drüber diskutiert worden und da hat man sich nicht richtig eingeschaltet. Auch von Länderebene ist das versäumt worden, ne? Und diese Diskussion kommt mir insgesamt auch bei der Diskussion über den DSA viel zu kurz. Und ich glaube, das ist wichtig, weil das ist eine zentrale, ein zentraler Pfeiler für unsere Demokratie. Okay, ich möchte den Ball jetzt an Sie spielen. Frau Domscheit-Berg, Sie als Partei sprechen sich ja gegen eine Löschung ohne richterlichen Beschluss von Inhalten im Netz aus. Und ja, da würde mich interessieren, was sind denn dann Ihre Ziele für eine Plattformregulierung? Was tun Sie gegen Hassrede und Desinformation im Netz? Ich glaube, dass es schon mal viel zu einseitig ist, wenn man sich nur auf Strafverfolgung konzentriert. Also zum einen ist es eh keine gute Idee, hoheitliche Aufgaben an irgendwelche großen Unternehmen outzusourcen. Das, finde ich, macht man einfach nicht. Aber es ist halt auch vom hinteren Ende gedacht. Also eigentlich wäre es doch viel schöner, wenn diese Taten gar nicht passieren. Und im Bereich Prävention findet viel zu wenig statt. Auch diese Koalition hat das Demokratiefördergesetz, das zum Beispiel da ansetzen sollte, dezentrale Strukturen in der Fläche zu stärken, die gute Arbeit machen, zum Beispiel in der Arbeit gegen Rassismus, in der Integration und sowas alles. Und das hat nicht stattgefunden. Da brauchen wir viel mehr. Wir brauchen da mehr Bildung. Ja, so eine Bundeszentrale für digitale Aufklärung wäre eine tolle Sache gewesen, wenn sie nicht nur eine leere Webseite mit zwei Workshops bedeutet hätte. Also eine richtige, echte Bundeszentrale für digitale Aufklärung. Und da muss man ansetzen. Und bei den Straftaten, die ja bekannt sind, wir tun immer so, als wüssten wir das alles nicht und bräuchten die Unternehmen, die da irgendwie Sachen melden. Aber es gibt, ich habe doch selber schon Anzeigen erstattet, ich kriege ja auch solchen Mist. Da passiert einfach gar nichts und zwar niemals nichts. Mhm. Auch nicht, wenn man weiß, wer das ist, passiert einfach nichts. Es ist ganz selten, dass da irgendwas mal strafverfolgt ist. Und zum Beispiel bei Cyberstalking wissen wir, dass 2% der Fälle landen wirklich vor Gericht mit einem Urteil. 98% gehen weg. Da muss ich mich doch nicht wundern, dass das immer wieder passiert. Und wir wissen auch, also erstmal wissen wir ja auch immer noch zu wenig, man braucht noch mehr Forschung zu dem Thema, aber viele Dinge wissen wir schon. Wir wissen zum Beispiel, dass es sehr, sehr viele Intensivtäter gibt. Dass also ungefähr 5% für 80% dieser sehr unangenehmen Hate Speech, Bedrohung und so weiter Sachen in Frage kommen. Wenn man da einfach die Arbeit von Polizei und Justiz besser machen würde, mit Gesetzen, die es auch vor dem NetzDG schon gab, und einfach den Job macht, genug Leute hat, die ausgebildet sind, die die entsprechende notwendige Ausstattung haben, dann hätte man vielleicht diese 5% schon ein paar Mal bestraft und aus dem Verkehr gezogen und sich die 80% dann eingespart. Mhm. So, glaube ich, ist es einfach total ineffektiv, von hinten angefangen, die Verantwortung den Unternehmen übergeholfen und bei Polizei und Justiz passiert immer noch nichts. Also so auf der Ebene von bestimmten technologischen Infrastrukturen, also dass es zum Beispiel ganz viele ja auch über Bots oder eben bestimmte Arten der Verstärkung von Inhalten gibt. Es ist aber gar nicht so viel über Bots. Also zumindest das haben wir inzwischen, glaube ich, ist so halbwegs der Konsens, dass das meiste wirklich von echten Menschen kommt. Das wird mitunter vielleicht verstärkt durch irgendwelche Bots, aber es kommt ganz viel von Menschen. Mhm. Und von sehr vielen dieser Menschen weiß man auch, wer die sind und wie die heißen. Eine beliebige AfD-Facebook-Gruppe und ich gucke da in irgendwelche Kommentare und ich könnte sofort 10 Polizisten 3 Monate lang voll beschäftigen mit Strafverfolgung. Mhm. Die 10 Polizisten haben wir nicht übrig, weil die müssen sich ja um Cannabis kümmern. Also das wäre ja auch mal was. Ja? Da könnte man einen Haufen Polizistenarbeit einsparen, man setzt sie dann auf digitale Streifen in AfD-Facebook-Gruppen oder wird einfach mal ein bisschen strafverfolgt. Hätte ich überhaupt nichts dagegen. Findet aber nicht statt. Und wenn wir noch von anderen Dingen reden, ja, dieses Microtargeting ist ein extrem wichtiges Thema. Ich glaube nämlich, also dass wir
Verbraucherschutz nicht machen, wenn wir uns allein darauf verlassen, dass die Leute zu irgendwas einwilligen müssen. Das ist ja im Moment dieses Mantra, solange man einwilligt und irgendwo diesen berühmten Haken setzt von Zeug, das kein Mensch gelesen hat und oft habe ich nicht mal eine wirklich freie Wahl, dass es dann okay ist. Es ist nicht okay. Ich darf auch nicht meine Niere verkaufen, auch nicht mit Einwilligung. Da gibt es aus guten Gründen ethische Grenzen und diese ethischen Grenzen müssen wir bei diesem Thema verhaltensbasierter Datenerhebung und Marketinggeschichte, Microtargeting, die müssen wir da ziehen im Sinne des Verbraucherschutzes. Das ist ein gutes Stichwort. Das gehört für mich in die DSA hinein. Das ist ein gutes Stichwort. Das möchte ich gleich weitergeben an Sie, Herr Höferlin, weil Sie haben jetzt auch nochmal angesprochen, dass es ja letzten Endes auch um ein bestimmtes Geschäftsmodell geht, nämlich in werbebasiertes Unternehmen, also bei diesen großen Plattformen. Und ich möchte Sie jetzt fragen, Herr Höferlin, aus gutem Grund steht ja im Zentrum der Diskussion um die Plattformregulierung auch die Beschränkung und gar das Verbot von verhaltensbasierter Werbung. Ihre Partei spricht sich grundsätzlich für einen starken Datenschutz aus. Nun ist es ja so, dass es zugleich, also wie Sie gerade schon gesagt haben, Frau Domscheit-Berg, dass die Praxis des Trackings und des massiven Datensammelns ja schon ein zentrales Datenschutzproblem im Plattformkapitalismus darstellt. Und von Ihnen, von Ihrer Partei, den Liberalen, ist da wenig zu hören. Was sind Ihre Lösungen zur Regulierung von Tracking auf Plattformen? Also was ist Ihr Standpunkt? Sollte es ein Verbot geben? Also Anke hat gerade eben schon den Pferdefuß bei der Ausübung von Datenrechten genannt, nämlich diesen Einwilligungsvorbehalt, weil die Einwilligung eingeholt ist quasi alles erlaubt nach der DSGVO. Das ist ja auch das, was die großen Konzerne im Prinzip stark vereinfacht gesagt machen. Sie holen sich quasi eine Blanko-Erlaubnis für die Generalverarbeitung von Daten in jeder Art. Und das ist Marktmissbrauch. Und das finden Sie auch in unserem Wahlprogramm an einer anderen Stelle, nämlich die Frage, wie mit marktmissbräuchlichem Umgang umgegangen wird. Und das ist nicht das, wie wir uns vorstellen, wie fairer Wettbewerb und wie Schutz von Verbraucherrechten, auch selbstbestimmt, ich habe es vorhin ganz am Anfang im Eingangsstatement gesagt, von Datensouveränität, vom selbstbestimmten Umgang mit seinen eigenen Daten umgeht. Das heißt, die DSGVO gehört im Bereich personenbezogener Daten dahin weiterentwickelt, dass man auch wirklich die Nutzung seiner Daten kontrollierend ausüben kann oder ausüben lassen kann, zum Beispiel mit Datentreuhändern oder Programmen, die das entsprechend gestalten. Das würde dazu führen, dass man eben nicht mehr einfach nur wegklickt. Ich glaube, du hast gerade eben gesagt, man wird einfach weg, man klickt im Prinzip weg, weil es nervt einen da, Cookie und alles und überhaupt. Und das zu delegieren, zum Beispiel in ein Programm, dem man abstrakt sagt, was man möchte und was nicht, das hilft bei der Ausübung dieser Datenrechte. Und Sie haben auch gefragt nach der Möglichkeit, wie die Konzerne im Prinzip Daten dann verwenden, weil das Entscheidende ist ja, dass diese großen Konzerne das Tracking oft gar nicht in dem Kontext dieser Produktsparte, bei dem die Daten erfasst werden, verwendet, sondern bei der die Daten werden verwendet in anderen Bereichen des Konzerns, um dort wieder Geschäft zu generieren. Und das ist eine ganz klare Frage von Ausnutzung von Monopolstellung. Das hat Sue gesagt, im Internet, ein cooler Internetdienst neigt dazu, monopolistisch zu werden, weil er immer mehr User letztlich an sich bindet. Und gefährlich wird es, wenn dieser Konzern weitere Dienstleistungen integriert, dass er eben nicht mehr nur sucht, sondern auch gleich noch was verkauft dazu. Und das ist eine Frage, das haben wir uns auch ganz klar so bekannt, das ist etwas, was wir weltweit auch ein Stück angehen müssen mit anderen zusammen, weil das ist übrigens in keinem Sinne, es ist kein freier Marktzugang mehr möglich für innovative neue kleine Unternehmen. Es ist kein selbstbestimmtes Handeln der Verbraucher und Verbraucherinnen möglich. Und es liegt auch nicht im Sinne einer digitalen, freien Gesellschaft, weil man sich darin gar nicht mehr frei bewegen kann, weil man seine Rechte in der Datennutzung nicht mehr ausüben kann. Okay, ich habe viele Fragen. Die Zeit rennt. Also Monopolstellung wurde jetzt schon öfters angesprochen. Deswegen möchte ich jetzt an Sie die Frage zum Abschluss noch stellen. Und zwar die Frage, dass Sie in Ihrem Wahlprogramm ja eigentlich schon davon schreiben, dass sozusagen diese Großkonzerne ein Stück weit zerschlagen werden sollen, dass sozusagen diese Monopolstellung auf jeden Fall ein Problem darstellt. Und mich würde interessieren, inwiefern Sie das als Partei angehen. Also was konkret planen Sie da? Genau. Das ist jetzt eine sehr umfassende Frage. Ja. Ich werde nicht der Versuchung erliegen, das Zukunftsprogramm der SPD vorzutragen, sondern
Ich will eingehen auf die unterschiedlichen Aspekte, die auch angesprochen worden sind, weil die wichtig sind und weil wir ein paar Dinge ja auch durcheinander geworfen haben, weil die Fragestellungen auch so waren, wie sie eben waren. Ich glaube, dass die Monopolstellung der Unternehmen und die Login-Effekte, die die eben erzeugen, dass die in einem ganz großen Maße zu Unfreiheit führen für Bürgerinnen und Bürger und für Nutzerinnen und Nutzer. Und da müssen wir natürlich dagegen angehen. Zum einen dadurch, dass wir eben einen Markt auch wieder herstellen, weil der ist ja dann weg, da ist ja kein Markt mehr, wo ich auch die Möglichkeit habe, Dinge auszuwählen und Services auszuwählen. Und auf der anderen Seite, wo wir auch natürlich klare Regeln setzen, die aber auch durchsetzen. Ja? Und eine der klaren Regeln im Netz heißt Notice and Takedown von Äußerungsdelikten. Und wenn die Plattformen da bisher nicht dazu bereit waren, dann war es notwendig, mit dem NetzDG dafür zu sorgen, dass auch die Verantwortung übernehmen, Äußerungsdelikte, die Verbreitung von Äußerungsdelikten zu verhindern. Darum geht es nämlich. Es geht nicht ums Löschen, sondern es geht um die Verhinderung der Verbreitung. Die müssen nicht weggelöscht werden in dem Sinne, dass man sie dann nicht mehr sehen kann und dass man sie nicht ermitteln kann, sondern es geht ja auch um Strafverfolgung, die Pflicht, auch mit den Ermittlungsbehörden zusammenzuarbeiten, ist auch für jeden kleinen Webseitenbetreiber da, wenn ich Kenntnis habe, dass bei mir jemand einen Kommentar schreibt, der ein Äußerungsdelikt darstellt oder wahrscheinlich, ja, dann muss ich das Ding wegnehmen vor der Verbreitung, weiteren Verbreitung verhindern. Und ich muss mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiten. Und dazu sind eben die Plattformen jetzt auch verpflichtet und das ist auch richtig so. Und genauso müssen wir die Plattformen natürlich verpflichten, dass sie transparent umgehen mit ihren Algorithmen, mit den Feeds, die wir mittlerweile bekommen, mit den Timelines, die wir nicht mehr verstehen, wo wir gar nicht mehr verstehen, was uns eigentlich da reingespült wird, wo wir nicht mehr verstehen, warum dann war ja nicht die Rede von Äußerungsdelikten, sondern von Hate Speech, das ist nicht in jedem Fall strafbar, aber jedenfalls schädlich und zersetzend für unsere Gesellschaft, wie wir verhindern, dass diese Dinge, die Verbreitung dieser Dinge einem Geschäftsmodell dienen. Da muss einfach ein Riegel vorgeschoben werden, denn die machen unsere Gesellschaft kaputt. Und die haben eine Verantwortung, ganz klar, als Teil Öffentlichkeiten, da auch uns Einfluss zu gewähren in die Frage, wie funktionieren ihre Sortieralgorithmen, wie funktionieren ihre Filter. Und wir können nicht zulassen, dass die Meinungsbildung in unserem Land und in vielen anderen Ländern diesen Geschäftsmodellen unterliegt und eben nicht mehr der Freiheit. Da hört Meinungsfreiheit auf und nicht beim NetzDG. Und wie wollen Sie das dann durchsetzen angesichts, also wie genau wollen Sie die Plattformen vor Rechenschaft stellen? Dann? Na, wir haben mit der Datenschutzgrundverordnung und auch mit dem NetzDG gezeigt, dass sowas möglich ist, dass wir uns als Europäische Union, und da ist dann auch der Digital Services Act und der Digital Market Act dazu geeignet, dass wir als Europäische Union auch wirklich Rechtssitzung und Rechtsdurchsetzung, dass wir dazu in der Lage sind gegenüber den großen globalen Playern. Und ehrlich gesagt habe ich den Eindruck, dass andere, sogar größere Staaten, wie beispielsweise die Vereinigten Staaten von Amerika, ganz froh wären, wenn diesen Unternehmen mal ein Riegel vorgeschoben würde. Und das wird die Europäische Union versuchen zu leisten. Wir haben dann ja erlebt, dass die Datenschutzgrundverordnung in den USA Nachahmung gefunden hat, in Kalifornien. Dass die Regulierung, die wir vornehmen mit dem Wettbewerbsrecht, dass da mit Interesse drauf geschaut wird, weil eben auch dort Erwartungen und Hoffnungen darin gesetzt werden, dass die Freiheit der Meinung, dass die Pluralität der Meinung und dass auch die Offenheit für Verbraucherinnen und Verbraucher, sich Dienstleistungen auszusuchen, dass der wieder Raum gegeben wird. Mhm. Gut, ich würde an dieser Stelle nochmal ins Publikum fragen, wer vielleicht eine Frage stellen möchte. Ja, hallo in die Runde. Mein Name ist Hendrik Zimmermann. Ich arbeite für die Umwelt- und Entwicklungsorganisation Germanwatch. Und ich habe eine Frage zum DSA und zwar konkret zu den Artikeln 26, 27, wo es ja um systemische Risiken geht und um die Frage der Bewertung dieser Risiken und auch um die Frage der Minderung dieser Risiken. Und da würde mich vor allem interessieren, ob Sie es für nötig und für möglich halten, dort auch Umweltrisiken mit aufzunehmen und möglicherweise sogar auch konkrete Maßnahmen, wie beispielsweise Effizienzvorschriften,
oder auch die Nutzung nachhaltiger Software. Und vielleicht verknüpft mit dieser Frage direkt auch, da geht es ja sehr viel dann um Eigenbewertung der Konzerne, ob Sie da auch Möglichkeiten sehen, eventuell, dass staatliche Stellen da auch eine Rolle spielen oder auch, wir haben das ganz am Anfang in dieser Diskussion gehabt, oder auch unabhängige zivilgesellschaftliche Organisationen eine Rolle spielen können bei dieser Bewertung dieser Risiken und eben auch ihren Beitrag leisten können, diese Risiken zu mindern. Bitte stell die Frage nochmal direkt an eine Person, weil wir nicht so viel Zeit haben. An eine Person, dann nehme ich, also eigentlich würde mich auch interessieren, jemand, der in der jetzigen Regierung ist, Herr Heinmann zum Beispiel, und vielleicht noch Frau Rösner ganz kurz als jemand, der gerade nicht in der Regierung ist oder so. Vielleicht können Sie da. Mit Bitte um eine kurze Antwort. Ja, ehrlich gesagt, da ich nicht Berichterstatter für dieses Gesetz bin, habe ich mir diese Einzelfragen nicht so angeschaut, dass ich jetzt, ich finde es eine interessante Fragestellung, ich würde mich damit auch näher beschäftigen wollen, aber ich kann Ihnen jetzt keine abschließende Antwort geben, zumal wir das im Deutschen Bundestag nicht behandeln, ich ja für den Deutschen Bundestag kandidiere, sondern es wird in Europa behandelt und es einen Berichterstatter gibt, das ist eine sehr spezielle Einzelfrage, muss passen. Okay. Das ist speziell, das stimmt, und 26, 27 ist mir jetzt auch nicht gerade im Blick, aber grundsätzlich denke ich, ist es wichtig, dass es tatsächlich auf Nachhaltigkeit auch ausgerichtet sein sollte. Das ist etwas, was wir in unserem Wahlprogramm jetzt auch zur Bundestagswahl haben, dass wir alle Förderungen beispielsweise daraufhingehend eine Bedingung sozusagen für Nachhaltigkeit vorsehen. Auf europäischer Ebene ist das natürlich ein bisschen anders und ein bisschen schwieriger, weil da ja nicht Geld fließt, sondern es geht um eine Regulierung. Ja, und inwieweit man das dort verankern kann, weiß ich nicht. Aber Sie sind doch entsprechend drin, ja. Können uns erklären. Weil ich hätte ja auch keine Antwort, was ist denn, um welche Risiken geht es denn bereits und welche würden Sie gerne noch mit dabei haben? Dann verstehen wir vielleicht besser, worum es geht. Ja, genau. Ich habe ja konkret auch Möglichkeiten angesprochen, also beispielsweise Effizienzvorschriften. Energie, Klima steckt nicht drin im DSA. Okay. Aber im DSA ist von systemischen Risiken die Rede. Und ich glaube, wir sollten keine neuen Gesetze mehr aufsetzen, in denen Umweltfragen, Klimafragen nicht als systemische Risiken betrachtet werden. Und genauso nachhaltige Software ist auch nicht drin. Sollte auch eine wichtige Rolle spielen. Spielt an vielen Stellen zu wenig eine Rolle. Wir können das auch auf Bundesebene diskutieren. Ich weiß nicht, ob es zu weit geht, wenn die Europafrage. Nee, ich wollte gerade vorschlagen, das auf Bundesebene zu diskutieren. Also genau. In unserem Wahlprogramm steht das ja drin, zum Beispiel Mindesteffizienzkriterien für Rechenzentren. Ja. Und exakt. Da geht es ja gerade um große Rechenzentren, auch darum, dass man, wenn man von digitalen Geräten redet, ein Recht auf Reparatur hat, was einen modularen Aufbau, einen nachhaltigeren Aufbau beinhaltet. Dass wir bei der Ökodesign-Richtlinie sind ja übrigens jetzt, wieder bei Europa. Aber das sind jetzt keine Sachen des DSA. Es war ja bewusst gefragt worden. Und beim DSA kannst du es nicht regeln. Deswegen sagte ich gerade, wir können aber auf Bundesebene drüber reden, was ja auch passt, weil wir für den Bundestag kandidieren. Und da ist es ein bundespolitisches Thema. Ich glaube, kann durchaus als systemisches Risiko betrachtet werden, auch auf DSA-Ebene. Ja. Aber nichtsdestotrotz würde ich auch sagen, ja, Rechenzentren ist eine wichtige Frage. Da gibt es aktuell noch nicht mal ein vernünftiges Register, wo wir sehen können, welche Rechenzentren haben wir eigentlich in Deutschland. Aber Datensparsamkeit ist auch so ein Ding. Das ist nämlich nicht nur eine Frage der Privatsphäre, es ist auch wirklich diese ganzen Cookie-Terror loszuwerden. Es ist auch eine Frage nachhaltiger. Ja. Ich habe einfach unnötige Daten, die CO2 verursachen, bin ich ja auch los. Das ist ein sehr gutes Stichwort, bitte merken Sie sich bei das. Software und ich würde an der Stelle nämlich mit dem Stichwort in den nächsten Block überleiten, weil wir es leider nicht umfassend jetzt diskutieren können. Es tut mir leid, aber vielleicht können Sie ja gleich nach im Anschluss dann nochmal darüber reden. Wie bitte? Alles gut. Ich gebe es gerne weiter. Ja, das ist doch eine gute Idee. Europaabgeordnete, die sich mit dem Thema befasst. Ja, ich möchte mich schon mal bedanken für die letzte Runde, für die vorige Runde. Wir starten jetzt in die letzte Runde und zwar nochmal zu einem aktuellen Thema der Digitalpolitik und zwar die Frage, ob und wie weit in der Bekämpfung von Kriminalität der Zugriff auf private Kommunikation und Daten erlaubt sein sollte, auch mit der Gefahr hin, dass das Recht auf Privatsphäre damit verletzt wird. Zentral und aktuell sind hier die sogenannten Staatstrojaner-Gesetze, auch Quellen-TKÜ plus genannt, also TKÜ als Telekommunikationsüberwachung.
Und die Bundesregierung hat hier im Juni Veränderungen des Verfassungsschutzrechts beschlossen. Den 19 Geheimdiensten ist es jetzt erlaubt, Geräte wie Smartphones und Computer mit Staatstrojanern, Spähdiensten zu hacken. Herr Höferlin, Ihre Partei spricht sich ja auf der Bundesebene gegen das Mantra der Regierung Sicherheit durch Verschlüsselung, Sicherheit trotz Verschlüsselung aus. Und es sieht aber auch anders aus auf der Landesebene. In Nordrhein-Westfalen zum Beispiel hat Ihre Partei dem Quellen-TKÜ-Gesetz zugestimmt. Auf was können wir uns denn jetzt in der nächsten Legislaturperiode einstellen? Also stimmt Ihre Partei bei einer Beteiligung in einer neuen Regierung, würde sie sozusagen das Verbot von Quellen-TKÜs, Online-Durchsuchungen, Staatstrojanern als Bedingung für eine Beteiligung an einer Regierung, also würde sie dieses Verbot zu einer Bedingung machen, um in eine Regierung mit einzusteigen? Was sind Ihre roten Linien als Partei? Also ich bin Verfassungsbeschwerdeführer gegen den Staatstrojaner, ebenso wie alle anderen 79 Kollegen der Bundestagsfraktion. Das schließt auch den Parteivorsitzenden ein. Von daher sehe ich schon eine harte Grenze bei der Frage, was wir da erlauben und was nicht. Es geht ja inzwischen viel weiter. Heute Morgen haben Sie ja wahrscheinlich die Presseberichterstattung zum Einsatz des der Trojaner-Software, würde man sagen, Pegasus gelesen. Das geht noch einen Schritt weiter, den ich höchst bedenklich finde, wird nämlich outgesourced. Und zwar auch die Infiltration von Endgeräten wird da offensichtlich outgesourced, so wie ich die Presseberichterstattung verstehe. Das heißt, wir gehen inzwischen so weit, dass staatliche Eingriffe nicht nur in die Endgeräte stattfindet, zum Beispiel über Schwachstellen, statt sie zu schließen. Wir gehen jetzt noch einen Schritt weiter, es interessiert uns gar nicht mehr, wie die aufgebracht werden. Und das halte ich für extrem bedenklich. Und dagegen haben wir uns schon immer gewehrt, in ganz vielen Stellen. Ich finde es auch spannend, was Saskia Essen dazu sagt, die ja gegen den Staatstrojaner ist, aber ihre Fraktion da mitgestimmt hat. Und das Recht auf Verschlüsselung und das Nicht-Abgehört-Werden ist eine Frage von digitalen Bürgerrechten. Und dafür kämpfe ich, seitdem ich Politik mache. Vielen Dank. Tabea Rösner, eine ähnliche Frage. Bei Ihnen im Wahlprogramm, anders als im ursprünglichen Entwurf vorgesehen, ist jetzt doch auch ein Verbot gegen Staatstrojaner und Quellen-TKÜ genannt. Und zugleich tragen Sie als Grüne es auch in einigen Bundesländern mit. Wie stehen die Grünen denn nun zu den Staatstrojanern? Wir lehnen sie ab. Also das war natürlich ein Ringen, weil in der Tat die Strafverfolgung oder auch die Handhabe über diesen Eingriff gesehen wurde, von Landesebene auch. Ne? Wir haben diese Diskussion sehr heftig geführt und wir haben uns dann aber durchgesetzt, weil wir gesagt haben, es kann nicht diese anlasslose Überwachung, wir sind ja gegen Vorratsdatenspeicherung, ne, anlasslos die Möglichkeit zu schaffen. Präventiv ist das ja sowieso. Und deshalb haben wir diese Diskussion so geführt, dass wir dann zu dem Ergebnis gekommen sind, dass wir das ablehnen. Okay, ich erinnere noch an 2017 in Hessen. Hat Ihre Partei ja auch entgegen der Basis dann den Polizeigesetzen zugestimmt und sozusagen auch der Landespolizei gestattet, Schadsoftware zur Online-Durchsuchung von TKÜ einzusetzen. Wenn wir jetzt eine schwarz-grüne Regierung bekommen würden, wird sich dann sowas wiederholen? Das hängt davon ab, wie stark die Grünen werden und ob sie die Macht haben, dann mit der Größe dagegen abzustimmen. Also, naja. Tabea. Aber du weißt es doch auch, guck mal. Unehrlich machen hier. Nein. Alle sind gespannt drauf, was ich sage. Das kann ich mir schon vorstellen, dass ihr da drauf gespannt seid. Ja, natürlich. Aber ehrlich, macht euch doch mal ehrlich. Wie habt ihr denn in den Ländern agiert? Ich habe es da relativ einfach. Ja, das stimmt. Ja, also klar, ja, diese Diskussion gibt es bei uns. Und die Frage von der Stringenz ist da in der Tat nicht immer gehalten. Auf Bundesebene werden wir uns dafür einsetzen. Und dann hängt es letztlich davon ab, wie stark man ist. Ja, Frau Essen, Sie haben es schon geahnt. Was soll sein? Ja, also die SPD hat sich ja in der letzten Legislatur auch ausdrücklich gegen ihren Standpunkt, teilweise, also hat teilweise viele massive Überwachungsmaßnahmen mitgetragen.
und in einigen Bundesländern auch vorangetrieben. Wie wollen Sie das denn in der nächsten Legislaturperiode ändern? Also wie wollen Sie Ihre Partei davon überzeugen, also von Ihrem Standpunkt überzeugen? Es gibt schwere Stunden im politischen Leben von Leuten und das ist ganz eindeutig eine meiner schwersten Stunden gewesen. Mhm. Und das habe ich auch öffentlich gemacht. Das hat sich leichter gemacht unter uns gesagt, das habe ich schon öfter so getan, dass ich meine Zwiespalte und meine Schwierigkeiten da auch mich durchzusetzen entsprechend öffentlich mache. Ich werde auch weiterhin meine Auffassung vertreten und ich werde auch weiterhin versuchen, auf allen Ebenen, wo es mir möglich ist, Menschen davon zu überzeugen, dass es falsch ist, übrigens anlasslos ist der Staatstrojaner nie, dass es falsch ist, eine Technologie einzusetzen zur Überwachung von Einzelnen, die IT-Sicherheit aller gefährdet. Das ist ein kapitaler Fehler, dass wir die Kommunikation einzelner Straftäter überwachen müssen, dass die Sicherheitsbehörden diese Fähigkeit brauchen, liegt klar auf der Hand. Wir wollen Straftaten verhindern, wir wollen Straftaten strafverfolgen und zwar, da geht es ja nicht um den kleinen Ladendiebstahl, da geht es um schwerwiegende Straftaten. Aber dass wir diese Technologie anwenden, indem wir die IT-Sicherheit aller gefährden und damit auch die Integrität ihrer Kommunikation, das ist nicht in Ordnung. Das ist ganz klar nicht in Ordnung. Und wenn wir jetzt natürlich entsprechende Nachrichten hören, wie dann die Technologie eingesetzt wird, wie möglicherweise auch der Einsatz der Technologie outgesourced wird, wo wir dann möglicherweise auch die Kontrolle verlieren. Wir wissen, wie schwach die Kontrolle auch im Parlament ist, weil sie eben schwach ausgestattet ist auch. Dann habe ich da natürlich auch nochmal zusätzliche Bedenken. Mhm. Aber also aus meiner Not kann ich keine Hehl machen. Ja, ist ja auch eine schwierige Ausgangslage, also in der letzten Abstiftung. Ja, aber das ist die einzige, das ist aber nicht die einzige Situation. Bei der Vorratsdatenspeicherung warst du dagegen. 2015 hat es die SPD eingeführt. Bei der Uploadfilter und Leistungsschutzrecht auf europäischer Ebene wart ihr dabei, sogar wart ihr dagegen. Es ist trotzdem von der CDU und der SPD auf europäischer Ebene eingeführt worden. Also es gibt schon einige Punkte, wo man dann fragt, ja, was ist denn jetzt? Und zu dem Punkt Backdoor ausnutzen, um Staatstrojaner aufzubringen. Das ist ja eigentlich das Problem. Ja. Das Problem ist, dass zwar im Einzelfall Telefonüberwachung durchgeführt wird, wie wir das vielleicht auch in der Vor-IT-Zeit machen und gute rechtsstaatliche Gründe haben, das in einem einzelnen Fall zu machen. Wir nehmen aber in Kauf, dass der Zugang zum Endgerät über Schwachstellen, die offen bleiben, genommen wird und diese Schwachstelle millionenfach in aller Welt eben dann nicht geschlossen wird. Und deswegen ist es elementar, diese Schwachstellen in den IT-Systemen zu schließen und sich dann eben Gedanken zu machen, wenn man Staatstrojaner aufbringen will und eine Quellen-TKÜ machen will, diese Software anderweitig auf dieses Gerät aufzubringen, durch Ausnutzung des menschlichen Faktors oder was auch immer. Dann schädigt man aber wenigstens nicht Millionen andere Geräte und trifft wirklich nur ein Gerät. Aber die Nutzung, wie es jetzt gemacht wird, ist es so, dass man zwar den einen Verdächtigen oder den einen Straftäter abhören kann, aber unter Inkaufnahme des Offenlassens von Sicherheitslücken von Millionen anderen Endgeräten. Und das finde ich in der Abwägung absolut unverhältnismäßig. Das stimmt. Okay. Das hatten wir eigentlich, glaube ich, schon verstanden. Aber was tatsächlich jetzt ich auf den Tisch lege, nämlich meine Not, da gibst du keine Antwort. Ja, das haben wir Also ich möchte da kurz dazwischen gehen. Ja. Also das finde ich auch nochmal, also genau, eine richtige Beobachtung. Die haben wir ja auch alle registriert. Und möchte jetzt trotzdem nochmal ein bisschen breiter über Datenschutz ganz kurz zum Abschluss mit Ihnen beiden sprechen. Sie haben ja vorhin auch schon Datensparsamkeit angesprochen. Herr Heilmann, bei Ihnen, also in Ihrer Partei sieht es ja ein bisschen anders aus. Datenschutz wird hier nicht nur gegen Sicherheit ausgespielt, sondern für Sie wird es auch als Bremsklotz von Innovation bezeichnet. Ihre Kollegin Schön zum Beispiel fordert eine neue Datenkultur, weg vom Grundsatz der Datensparsamkeit hin zu einer kreativen, sicheren sicheren Datenreichtum. Sie kennen ja Ihre Position. Mit dem Konzept der Datensouveränität scheint mir das Recht auf informationelle Selbstbestimmung in den Hintergrund zu geraten. Was sind denn Rechte, die Bürgerinnen trotzdem noch eingeräumt werden müssen, damit sie ihre digitale Souveränität wahren können? Also erstens, ich teile die Position von Nadine Schön in vollem Umfang.
Ich will das mal an einem Beispiel deutlich machen. Ich sitze im Unterausschuss Pandemie. Wir werten da ständig Daten aus England, Holland und sonst wie aus, weil wir sie in Deutschland schlicht nicht haben. Und warum haben wir sie nicht in Deutschland? Weil unser Prinzip ist, wir können nur dann Daten sammeln als Staat, wenn wir vorher genau sagen, wo wir sie auswerten wollen, wofür sie brauchen. Und dummerweise haben wir die Pandemie nicht vorhergesehen, deswegen sind wir nie auf die Idee gekommen, bestimmte Daten zu sammeln, die erst in ihrer Auswertung plötzlich wirklich auch für die Menschheit interessante Datenströme aussagen. Das hat weniger damit zu tun, dass ich jetzt die digitale Souveränität der Einzelnen unterminieren will, ich überhaupt nicht. Und um es auch klar zu sagen, ich möchte keinen Staat haben, der irgendwelches Profiling macht. Und die Idee der Datensparsamkeit beim Thema Staat ist ja, umso weniger Daten er hat, das ist ja der Ursprung der Bundesverfassungsgerichtsrechtsprechung, umso weniger ist er in der Lage, Profiling zu machen. Und wenn er es gar kein Profiling machen kann, weil er viel zu wenig Daten hat, dann ist es ja eine gute Sicherungsfunktion. Das ist die Argumentation, ich gebe der Polizei keine Pistolen, weil der einzelne Polizist könnte mit den Pistolen ja auch andere Menschen umlegen. Das ist selbstverständlich verboten und muss auch verboten bleiben. So muss das Profiling selbstverständlich verboten, darf weder eingeführt werden, noch auf die einzelne Person angewendet werden. Ich finde, es gibt aber andere Sicherungsmechanismen als die grundsätzliche Idee, jedes Datum, das ich sammle über einen Bürger, das möglicherweise in sich auch völlig harmlos ist, darf nur gesammelt werden, wenn es eine gesetzliche Grundlage gibt, die vorher schon sehr klar die Eignung für irgendwelche Zwecke, die ich gar nicht kenne in dem Moment. Und das ist schon eine sehr grundsätzliche Diskussion, die uns unterscheidet von den anderen Parteien, weil ich glaube, dass da drin sehr viel Nutzen für die Bürger liegt und nur deswegen will ich sie ja sammeln. Das hat aber ja auch nichts damit zu tun, was Unternehmen... Aber 80% wären doch bereit, ihre Daten zu speichern. Da gibt es doch diese Erhebungen und Zahlen. Ja, wir können und die Krux ist doch die, wenn die Sicherheit nicht gewährleistet ist, und das haben wir ja eben auch diskutiert, genau, was die Sicherheitslücken angeht, ja, warum soll ich dann als Bürger, als Bürgerin meine Daten zur Verfügung stellen, wenn ich nicht sicher sein kann, dass damit auch kein Schindluder getrieben wird. Der Staat vertraut dem nicht. Ja, und die Bürger vertrauen dem Staat. Das ist eine Vertrauensfrage, die durch genau diese Probleme, was die Sicherheitslücken und so weiter angeht, die IT-Sicherheit... Aber das bringt jetzt aus meiner Sicht einige... Wir wollen das ja nicht auf privaten Systemen leisten, wo es möglicherweise Backdoors gibt. Ich verstehe das Problem auch. Nein, es geht aber nicht drangekommen. Ich hätte dazu noch was sagen können, aber wie bitte? Es geht um das Vertrauen. Ja, es geht um die Frage, was macht der Staat? Ich vertraue dem Staat stärker. Es gibt immer natürlich einzelne Angestellte oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im öffentlichen Dienst, die auch mal eine Vorschrift missachten. Natürlich gibt es die, aber bei Polizei und Geheimdiensten zum Beispiel kommt es öfter vor. Aber dieses Misstrauen gegen unsere Staatsbediensteten, finde ich, sollten wir mit möglicherweise strengeren Sanktionen bei Missbrauch lösen, aber nicht dadurch, dass wir sagen, grundsätzlich wird möglichst wenig gespeichert. Ich möchte noch auf ein anderes System. Ich bin ja für ich bin ja gar nicht gegen ein vertrauenswürdiges System. Natürlich würde ich das möglichst vertrauenswürdig machen. Das ist ja gar nicht die Fragestellung. Die Fragestellung ist, wollen wir unser System der Datensparsamkeit, bei dem wir sagen, wir nehmen wirklich nur das Minimum dessen, was wir an Daten sammeln können, auf, obwohl es möglicherweise sehr interessante ganzheitliche Erkenntnisse gibt, die nicht auf die Individualperson bezogen sind. Ich muss aber ein Stück weit widersprechen, weil du jetzt sagst, wir könnten nur britische Gesundheitsdaten zur Pandemie auswerten, weil nicht wir nur, ja vor der Pandemie keine erhoben haben. Vor der Pandemie gab es keine Pandemiedaten. Da passt irgendwas nicht zusammen. Nein, es geht. Es stimmt ja, es stimmt ja auch nicht. Es stimmt, unser Gesundheitsminister nicht in der Lage war und das Gesundheitssystem nicht in der Lage war, diese Daten so zu erheben, dass man sie auch nutzen kann, dann liegt der Mangel bei uns und nicht beim Datenschutz oder bei der Datensparsamkeit. Genau. Jedes Bundesgesetz ist in der Lage dazu, den Staat zu ermächtigen, Daten zu erheben. Man könnte ja auch nochmal grundsätzlicher fragen, also in der Grundverordnung ist das ja auch schon angelegt. Da ist ja angelegt, wenn es eine sachliche Grundlage, ein sachliches Bedürfnis dafür gibt, darf man das bereits. Ja, und da muss man nicht genau sagen, es müssen Covid-Daten erlaubt sein, weil so genau ist das Gesetz gar nicht. Die Datenschutzgrundverordnung ist viel liberaler in der Frage als unser deutsches Recht. Entschuldigung, das ist doch genau der Unterschied. Das Datenschutzgrundverordnung finde ich wunderbar. Aber wenn es ein sachlicher Grund reicht, dann ist ja fein. Gesetzliche Grundlage reicht in jedem Fall. Wir sind doch hoffentlich der Meinung, dass der Bundesdatenschutzbeauftragte ein Fachmensch ist für Datenschutz. Also wenn der das nicht weiß, wer sonst?
Und der sagt, ihm hat noch keiner einen einzigen Fall zeigen können, wo tatsächlich der Datenschutz der Pandemiebekämpfung im Wege stand. Auch nicht der Datenauswertung. Genau. Wenn der das sagt, ist das wahrscheinlich einfach so und alles andere ist eine Ausrede. Ja. Ehrlich gesagt, es wird natürlich jetzt sehr technisch und ich müsste so etwas länger erzählen, aber der Fall, wie die Frage, wie, wenn ich einen PCR-Test habe, wie wird der zurückgespielt, da brauche ich ja nochmal eine weitere Einwilligung des Bürgers, dass das Ding nicht nur zum Gesundheitsamt, dafür gibt es eine gesetzliche Grundlage, sondern auch in meine Corona-Warn-App dargestellt. Dafür hätten wir nachträglich eine gesetzliche Grundlage schaffen können, dann wäre es auch gegangen, aber es geht eben nicht so. Um ein ganz konkretes Beispiel zu sagen, uns hat der Datenschutzbeauftragte in unserer gemeinsamen Sitzung auch bestätigt. Aber ist nicht das größere Problem, oder nicht das Problem, aber die Frage, die ich mir eigentlich gestellt habe, ist, dass Sie sozusagen in Ihrem Wahlprogramm schreiben, dass der Datenschutz kein super Grundrecht mehr ist und in dem Sinne wir auch sozusagen... Das haben wir nicht geschrieben und nicht gemeint. Aber sozusagen, Sie stellen das auch in Frage, inwiefern der Datenschutz nicht auch hinsichtlich... also für das Hemmnis von unternehmerischen, also von wirtschaftlicher Entwicklung nicht sozusagen aufgeweicht werden soll. Und dann stellt man sich ja schon die Frage, inwiefern das Recht selber zu bestimmen, welche Arten von Daten Daten generell aus so einer Logik von Warenwirtschaft herauszunehmen, ob das nicht eigentlich die Diskussion sein muss, die wir führen müssen, wenn es darum geht, über digitale Souveränität nachzudenken. Also deswegen auch sozusagen nochmal, vielleicht ja, ist es so eine andere Ebene sozusagen. Wir haben ja gar kein Problem. In der Wirtschaft werden ja eher zu viel Daten freigegeben von den Bürgerinnen und Bürgern, wenn man sie gut beraten würde. Sie geben ja viel zu viele Daten an Facebook. Da haben wir jetzt nicht die Vorstellung, dass es jetzt noch leichter sein soll, für Facebook noch Daten zu sammeln. Wenn das so verstanden worden ist, dann ist das aber das Gegenteil von dem, was wir für richtig halten. Mhm. Wir wollen, dass eher eine Verschärfung, dass ich die Daten besser gelöscht bekomme bei Facebook etc. Also ich finde, aber große Konzerne benehmen sich... Also gleichzeitig sagen Sie ja auch, sollen mehr Daten gesammelt werden. Also wir reden in dem Fall, der Grundsatz der Datensparsamkeit ist ja ein Grundsatz, den das Bundesverfassungsgericht gegenüber den Behörden geschaffen hat. Und darüber reden wir. Der Grundsatz der Datensparsamkeit gibt es in den Unternehmen nicht, sondern gibt es den Grundsatz der Einwilligung. Das haben ja die Kollegen gerade gesagt. Das sind zwei verschiedene Rechtsprinzipien für zwei verschiedene Sachverhalte, die wir auch unterschiedlich behandeln würden. Mhm. Vielleicht zum Abschluss ganz kurz und dann öffnen wir nochmal ins Publikum. Wie Sie... Es ist immer schön, dass ich den letzten kurzen Satz haben darf. Das kennst du doch aus dem Ausschuss. Ja, ich kenne es auch heute Abend schon ein paar Mal, aber bin neugierig auf die Frage. Was Ihr Konzept, also Sie sind ja sozusagen ein Stück weit diametral gegen oder sozusagen sehen dem eher kritisch gegenüber dem Heben von Datenschätzen. Also was Ihr Standpunkt ist zu, also wo würden Sie den wichtigsten Hebel sehen, um Datenschutz für die Bürgerinnen in Zukunft zu verbessern? Also wir sind auch gar nicht generell gegen mehr Daten. Wir sind zum Beispiel große Fans von Open Data. Also wir wollen einen gläsernen Staat und alle Daten, die mit öffentlichen Mitteln gesammelt werden und nicht personenbezogen sind, die sollen gefälligst maschinenlesbar gratis für jeden ins Netz. Genau. Also das sind ja in der Tat auch Datenschätze, die sind gut für Innovationen, da kann die Wirtschaft was mitmachen, NGOs können die auswerten. Also wir sind ja nicht pauschal gegen alle Daten. Wir sind nur dagegen, dass man Daten quasi hinterrücks einsammelt, zum Beispiel durch solche Dark Patterns. Das, finde ich, gehört sofort verboten. Also ich würde das ganze Einwilligungsding anders regeln, das habe ich aber schon beschrieben. Aber solange es existiert, dass es da so eine Pop-ups gibt, ja, wo der eine Button so groß und fett und vorausgewählt ist und den anderen, den muss man suchen, nur man kann nicht mal richtig hinscrollen, weil dieses blöde Screen immer hinhüpft, zum Beispiel bei Welt.de, ja, niemals am Handy Welt.de benutzen. Man kann einfach nicht auf den richtigen Button kommen, geht gar nicht. Doch, du musst oben die Ad-Back schieben. Das habe ich auch schon erlebt. Ein Albtraum. Du musst also oben die Ad-Back Welt.de braucht man eh für nichts, aber ein sehr gutes Beispiel, wie es halt nicht funktioniert. Also so, davor muss man Menschen wirklich schützen. Und da kann man nicht die Verantwortung einfach den ganzen NutzerInnen überhelfen und so sagen, ihr müsst halt in dem Fall euch genug die AGBs durchlesen, die kein Schwein lesen würde, ihr müsst auch nicht ewig genug rumsuchen und wehe, ihr habt euch mal verklickt, ja, dann wird man das ja auch nie wieder los. Also das finde ich eine sehr einseitige Lastüberhelfung auf die NutzerInnen und da muss man die mehr dafür schützen, indem man das vernünftig reguliert.
Also das aber Zustimmung. Auch Rechtsdurchsetzung einfach möglich machen. Ganz viele dieser Einwilligungsseiten, die du da angeboten bekommst, die sind eigentlich unwirksam. Sie sind faktisch nicht unwirksam, sondern entsprechen nicht dem Gesetz. Ja, aber es passiert halt ja nichts. Es passiert einfach nichts. Also insofern wird verfolgt, aber es wird halt nicht in der Masse verfolgt. Da muss man Datenschutz nicht schwächen, sondern man muss Datenschutz stärken. Ja. Und ich möchte nicht, gibt ja auch diese Debatte, die Landesdatenschutzbeauftragten abzuschaffen. Das möchten wir nicht. Wir wollen aber auch die Kooperation zwischen denen stärken, dass man zum Beispiel eine Geschäftsstelle für den Datenschutz, die ständige Datenschutzkonferenz finanziert, dass die zwischen Bund und den jeweiligen Länderbeauftragten einfach besser koordinieren können. Weil was wir ja auch mit Luca-App zum Beispiel erlebt haben, ist, dass der eine Datenschutzbeauftragte sagt, oh, ist doch eigentlich ganz super, das Teil, während alle anderen sagen, bist du irre. Also das, ja, also das ist ja nicht so schön für die Nutzer, wenn das Gesetz unterschiedlich interpretiert wird. Das kennen wir von der Datenschutzgrundverordnung ja ähnlich. Alles, was irgendwie einen Dienstsitz in Irland hat, da ist man leider ein bisschen verarscht, weil da wird schlecht gearbeitet und da bleiben die Dinge einfach liegen. Und da ist ja so die Hoffnung auch von Ulrich Kelber, dass man irgendwann dahin kommt, dass man ein liegen gebliebenes Verfahren einfach an sich ziehen kann, wenn die betroffenen NutzerInnen aus dem eigenen Land kommen und es nicht nur nach dem Dienstsitz geht. Das wird wahrscheinlich nicht übermorgen passieren, aber so eine Änderung wäre überfällig. Mhm. Und diese einheitliche Anwendung und Durchsetzung bereits existierenden Datenschutzrechts, das wäre wirklich elementar. Und trotzdem haben wir gesehen, dass das Datenschutzboard ja jetzt gegenüber Irland sich auch durchsetzen konnte und eine wesentlich höhere Strafe durchsetzen konnte gegen in dem mühsam Fall. Nähert sich das Eichhörnchen. Mühsam. Das ist genau der Punkt. Die Datenschutzkonferenz, die du ansprichst auf Länderebene, also sprich auf Bundesebene, ist ein wahnsinnig wichtiges Thema. Die gibt es natürlich, aber das ist reines Ehrenamt. Das ist echt der Hammer. Ja, die brauchen eine richtige besetzte Geschäftsstelle. Richtig, genau. So wie die KMK und genau alle anderen Ministerkonferenzen eben solche Einrichtungen haben, muss der Datenschutz auch wirksam werden können. Ja, vielleicht können wir an dieser Stelle jetzt noch mal eine Publikumsfrage mit ins Boot holen. Ups, ja, hallo in die Runde. Ist an? Ja. Ja, vielen Dank für das interessante Gespräch. Wir waren ja auch beim Thema Überwachung. Ich hatte eine Frage zum Thema Massenüberwachung. Und zwar zu dem Thema. Kannst du das Mikrofon einschalten? Entschuldigung. So, jetzt versuche ich es nochmal. Ja, sehr gerne. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Ich stelle eine Frage zu dem Thema Massenüberwachung und zwar genauer Videoüberwachung mit Gesichtserkennung, zum Beispiel durch die Polizei und also in der Thematik Echtzeit live Gesichtserkennung im öffentlichen Raum durch Videoüberwachungskameras. Kurz zum Hintergrund, wir wissen ja, in China gibt es sowas. Damit wird das Sozialpunktesystem dort unterstützt. In den USA wird es auch schon länger eingesetzt. Allerdings wurde da auch dann, nachdem das einige Zeit eingesetzt wurde, einige Risiken gesehen und es wurde angefangen, das zu verbieten. Also San Francisco hat angefangen damit und weitere Städte in den USA sind nachgezogen, mit verboten. Jetzt ist es so, wenn wir auf die EU-Ebene gehen, da gibt es eine EU-Bürgerinneninitiative unter dem Hashtag Reclaim Your Face. Und die fordern ein Verbot auf EU-Ebene. Wenn wir nach Deutschland jetzt gucken, dann haben die Grünen einen Verbotsantrag gegen Gesichtserkennung im Bundestag eingebracht. Da ging es um eine Rechtsgrundlage zum Einsatz von Gesichtserkennung durch die Bundespolizei an Bahnhöfen und Flughäfen. Auch die FDP hat einen Verbotsantrag eingereicht. Die CDU-CSU sind für die Videoüberwachung mit Gesichtserkennung. Linke sind auch dagegen. Und jetzt wäre meine Frage an Frau Esken, wie sich dort die SPD in Zukunft positionieren wird. Die SPD hat sich auch in der Vergangenheit und wird sich in der Zukunft gegen Gesichtserkennung aussprechen. Das ist auch Teil unseres Zukunftsprogramms. Das heißt, nicht nur nicht flächendeckend, sondern überhaupt nicht. Nicht nur nicht flächendeckend, sondern überhaupt nicht. Wir haben ja an dem Versuch der Videoüberwachung mit Gesichtserkennung am Bahnhof Südkreuz und bei der Auswertung auch gesehen, wie problematisch die ganze Sache ist, auch aus technologischen Gründen problematisch, natürlich auch aus bürgerrechtlichen Gründen. Und ich habe damals auch, wir hatten ja in der Enquete das Thema auch ziemlich stark, Enquete KI,
ganz deutlich gemacht, dass sogar die Argumente, mehr Sicherheit zu erreichen durch diese Gesichtserkennung, komplett widerlegt sind. Dass im Gegenteil durch die vielen falschen Fehlalarme, die dort ausgelöst werden, die wenigen Bundespolizisten, die wir dort noch haben, die ja für unsere Sicherheit sorgen sollen, damit beschäftigt sind, Fehlalarme wegzuklicken und am Ende tatsächlich keine Sicherheit mehr herstellen können. Also wirkliche Strafverfolgung, wirklichen Schutz der Bevölkerung vor Straftätern verhindert wird durch die schlechte Gesichtserkennung. Wir sind der Auffassung, es ist ein wesentlich zu tiefer Eingriff in die Bürgerrechte und muss deswegen verboten werden. Das ist auf jeden Fall verfassungswidrig, da besteht gar kein Zweifel daran. Also ja. Sowas würde niemals ein Verfassungsgericht durchgehen lassen, weil es sämtliche Anforderungen, die gestellt haben, einfach nicht erfüllt. Es ist nicht angemessen. Es ist also, es gibt Alternativen dazu, es verletzt Grundrechte und es gibt auch ja niemals irgendwelche vernünftigen Evaluationen dazu. Also diese löchrige Evaluation von Südkreuz, also die hat ja schon gezeigt, dass es nichts gebracht hat. Es war ja nicht mal eine richtige Evaluation. Bei all den Überwachungsgesetzen gab es nie eine Evaluation. Und die Dinge müssen ihren Nutzen nachweisen, gerade bei anlassloser Überwachung. Das hat ja der EuGH geurteilt, dass man da Sachen sagen muss, es ist irgendwie effektiv. Das zeigen die nicht. Auch bei Vorratsdatenspeicherung konnte das ja nie nachgewiesen werden. Aber es ist eben ein unfassbar großer Eingriff und eine Überwachungsgesamtrechnung, die auch gefordert worden ist, gibt es ja auch nicht. Also das wäre eine so unvorstellbar, so eine Kameraüberwachung im öffentlichen Raum, das geht einfach mal gar nicht. Also das kann ich mir nicht vorstellen, das ist hoffentlich, ja. Mal inzwischen kann man sich ja alles vorstellen. Ja, vielen Dank für deine Frage. Genau, wir sind damit auch schon, es zeigt mir gerade an, 22 Uhr. Es war jetzt eine lange Runde, wir haben viele Themen abgedeckt. Man könnte nochmal ordentlich in die Tiefe gehen bei einzelnen Themen. Manchmal haben wir nur an der Oberfläche gekratzt. Es bleibt irgendwie der abschließende Wunsch an die Politik, egal wer jetzt dann in der nächsten Bundesregierung sitzt, dass Strukturen geschaffen werden, über die sich zivilgesellschaftliche Organisationen stärker einbringen können, ihre Expertise gehört wird, nicht nur in Runden wie hier, wo man dann mal nur zwei Publikumsfragen schnell noch dazwischen stellen kann, sondern wirklich Strukturen, über die Expertise in die Digitalpolitik dieses Landes mit reingetragen werden kann, in der man zusammenarbeitet und überlegt, was bringt denn unsere Gesellschaft weiter? Die digitale Zivilgesellschaft.org, diese Initiative, die ich am Anfang erwähnt hatte, die schreibt gerade an Visionen. Es werden 15 Digitalvisionen für eine gerechtere Digitalisierung, eine nachhaltigere Digitalisierung veröffentlicht, noch vor der Bundestagswahl. Die kommen eine Woche vor der Bundestagswahl raus. Lesen Sie sich die durch. Sprechen Sie mit den Organisationen über diese Visionen. Zivilgesellschaft legt nicht nur den Finger in die Wunde und ist Watchdog, sondern hat durchaus auch Perspektiven und Vorstellungen, Visionen, Missionen, wie es weitergehen könnte in dem Bereich. An dieser Stelle vielen, vielen Dank fürs Vorbeikommen, auf viele weitere Diskussionen und ja, schönen Abend allen. Ja.